Heute machen wir das extreme Rampenexperiment zusammen mit iCrimex, Freunde. Und zwar hier seht ihr die Rampe und hier müssen wir probieren, mit einem Auto hochzufahren. Und ihr seht, es wird von jedes Mal zu jedes Mal steiler und verschiedene Steilheitsgrade gibt es Punkte, Leute. Und irgendwann erreichen wir die 100%ige Steigerung. Guckt euch an, wie steil dieses Stück hier ist, Freunde. Welches Auto wird es hier hochschaffen und wird sich die 1 Million GTA-Dollar einsacken, Freunde? Seid gespannt, lasst Like und ein Abo da. Let's go! So, das Ding werden wir jetzt probieren zu bezwingen. Hier, iCrimex, was sagst du dazu? Also, ich sag dazu, ich mach dich easy platt, Junge. Bro, du wirst mich niemals platt machen. Und zwar jetzt wird erstmal entschieden, wer welche Fahrzeuge bekommt. Und zwar, wir werden uns jetzt beide ein random Fahrzeug spawnen. Und mit diesem random Fahrzeug so weit wie möglich hochkommen. Und der weiter hochkommt, kann sich dann die Seite aussuchen. Okay, ich hab das Auto. Ich bin zufrieden, Bro. Das ist hier so ein... Oh, okay. Das wird spannend. Okay, Bro. Ich sag dir ehrlich, wir könnten eigentlich gleichzeitig fahren. Also gleichzeitig. Oder? Ja, lass gleichzeitig fahren, Bro. Lass gleichzeitig fahren. Fahr ich hier so ein bisschen auf. Ja, okay, los. Ich fahr jetzt schon los. Und wer zuerst da ist, hat gewonnen, oder? Nee. Wer am höchsten kommt, Bro. Ach so, wer generell weiterkommt. Ja, wer generell weiterkommt. Weil, guck mal, hier ist 10 Punkte. Zack. Ja, locker. Also bisher... Oha, okay. Oh mein Gott. Bro, wie steil ist das? Oh. Ja, das ist voll crazy. Okay, 30. Oh. Nein! Nein! Oh. Okay, ich muss Vollgas geben jetzt. Oh, das ist jetzt schon richtig steil hier. Nein! Nein! Oh, ich bin runtergefallen. Hast du es geschafft, Bro? Nein, ich rutsche hier oben ab. Wie, du rutschst da oben ab, Junge? Ich glaube, ich schaff's nicht. Nein! Oh mein Gott, aber ich sag dir ehrlich, Max, du warst ein bisschen höher gewesen wie ich. Ich sag aber, okay. Ey, wir sind bis zum Vorletzten gekommen. Nicht schlecht, oder? Du dürst dir jetzt die Seite aussuchen, die du haben willst. Oh, okay, warte, hier ist ein Audi GT, McLaren, Ferrari, Bentley. Ja, das ist ja auch keine schlechte Seite. Alles ist gut, ja, es ist beide sehr gut. Ah, komm, ich nehme mal wegen dem Bentley, nehme ich hier die Bentley-Seite. Okay, die Bentley-Seite, Leute. Du darfst jetzt dein Auto auswählen und ich werde jetzt ein Auto von mir auswählen. Und zwar, ich nehme hier, Leute, guck mal hier, Alter, den fetten GT63 Brabus-Tuning, Junge. Ich nehme mal hier den fetten Panzer. Was? Bist du crazy, Alter? Ja, irgendwann muss man den doch eh nehmen, oder? Boah, der wird aber nicht hochkommen, glaube ich, Bro. Alter, guck mal, der macht grünes Feuer. Hey, auf, wie alles anzufackeln. Ey, der fackelt die ganze Familie. Ach du Scheiße, Leute, der fackelt alles an, der Verrückte. Nein, ich fang an hier. Hau rein, okay. Junge, hau rein. Und erstes habe ich schon mal locker geschafft, Bro. Oh mein Gott. Der ist schon am Kämpfen beim ersten. Wie, was? Ich glaube, ich schaff's gar nicht. Hä, du schaffst es nicht? Warte, ich vielleicht ein bisschen mit Anlauf? Also, ich schaff's locker, Bro. Ich bin hier schon... Warte mal, ich guck mal, was Max macht, Leute. Ich schaff das gar nicht, das erste. Bro, du schaffst das erste nicht? Oh. Der ist total schlecht, das Ding hier. Ey, okay, das heißt, du hast verloren, ne? Erster Punkt geht an mich, Leute. Gar nichts hier. So, wir brauchen auch gar nicht weiterfahren. Ich werde hier direkt das Auto nehmen und zurückgehen. Max, das heißt... Das Problem ist nur, die ganzen Autos hier fackeln gerade ab. Ey, nein, ey, was hast du denn gemacht hier? Super stark, super, Leute, jetzt brennt hier einfach alles. Alle meine Autos explodieren. Super. So, Max. Die erste, du hast hier alles abgefackelt. Jetzt steht hier wieder alles. Hast du super gemacht. Top. So, den großen hier, den lässt du jetzt stehen. Den dürfst du nicht mehr anfassen, Kollege. Ich hab ihn jetzt weggelegt. Ja, sehr gut. So, ich darf jetzt dein nächstes Auto auswählen mit... Ey. Ich klatsch dir einen, Junge. Ich dürfe jetzt dein nächstes Auto auswählen. Ja, okay. Und weißt du, was ich nehme? Ich nehme als nächstes Auto, dürfst du mit deinem Bentley hier hochfahren. Aha. Mit der Schmutzkarre. Und man selbst, man kann dann so dem anderen so schlechter geben, wenn man Genau. Und ich nehme jetzt, ich nehme den Skyline, Bro. Ich glaube, der ist ganz gut, damit werde ich wahrscheinlich gut hochkommen. Hm. Oh, der ist Heckantrieb. Was ist das denn hier für ein Schmutz-Bentley? Ja, das ist ein Schmalspur-Bentley, Bro. Das sind, der wurde so, Bro, ab geht's. Ich fahr schon mal hoch. Hallo. Kommst du überhaupt die erste hoch? Ja, kein Ding hier. Oh, erstes ist Max auch hochgekommen. Okay, sehr gut, Leute. Boah, ist aber schon ein bisschen am Zweite, ne? Locker hoch. Ey, Bro, ich komme hier locker hoch. Ich sagte ehrlich, 20 Punkte schon. Und ja, kann ich aber auch noch aufhalten. Ey, Alter, hör doch auf, von zusammen mit vorne. Ich hab's nicht geschafft. Was? So, jetzt geh mal bitte beiseite. Schaffst du das? Mit dem Bentley? Hä, warum war der so schlecht gewesen? Bentley, Power. Ja, natürlich schafft der Bentley. Oh mein Gott, okay, der Bentley hat es geschafft, Leute. So, guck mal hier, nächste machen wir auch noch. Oh mein Gott, der hat es geschafft, Leute.
Boah, wirst du die letzte schaffen, Bro? Das ist die letzte. Warum also die, guck mal. Leute, guck mal die Steil hier an. Das schafft er. Nee. Bro, die 1 Million GTA-Dollar hast du schon mal nicht bekommen. Aber 40 wieder. Du warst vor mir gewesen. Nicht schlecht, sag ich mal so. Jetzt dürfst du 2 random Vehicles spawnen und 1 die auswählen. Was hast du dir denn da geholt? Bro, LOL, was hast du mit Schimmelautos? Ich hab die krassen Schimmelautos. Fahr doch mit der. LOL, was ist das für ein schlechtes Polizeiauto? Das ist ein Fortnite-Auto. LOL. Oh! Bro, ich hab einen Rolls Royce. Aber ich glaube, der ist für die Challenge nicht auch nicht so gut. Der ist nicht gut, der ist so schwer. Boah, der ist so langsam. Okay, 1 dürf ich noch. Ja. Ist aber Heckantrieb, Bro. Ja. Das ist das Ding. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der gut abgehen wird. Vielleicht geht der Fortnite auch noch ein bisschen mehr ab. So, dann fahr mal hoch. Ich fahr hinter dir. Ich mach die Sirene an, da hat man mehr PS. Ja, ja, okay. Mit der Sirene. Oh, da wird man schneller mit. Kommst du überhaupt die erst hoch? Gottes Willen. Okay. Der ist auch so komisch am Hin- und Her wackeln. Guck dir mal an, wie dünn meine Reifen sind. Siehst du das? Bro, das sind Schweißspuren. Oh mein Gott, er schafft es. Schafft's, Max? Er hat's geschafft. Oh, ich hab's auch locker geschafft, Alter. Oh Gott, das wird. Oh, das wird nix, das wird nix, das wird nix, das wird nix. Nein! Doch! Was? Bro! Okay, warte, ich komm auch nächste hoch. Ich komm nächste. Ich schaff's natürlich auch locker. Ja, okay, nicht schlecht. Du bist dran, ne? Jetzt ist vorbei bei mir. Jetzt ist vorbei. Jetzt bin ich gespannt, Leute, ich bin gespannt. Das schaffst du niemals. Oh mein Gott! Bro! Tja. Okay, cool. Zeig mal, ey, das ist eine Schmalspurreifen. Geh mal weg hier jetzt. Geh mal weg hier. Ja, wie dünn diese Reifen sind. Guck mal hier. Crazy. Ich werde es locker machen. Locker, Leute. Oh, aber das war auch nicht ohne. Und jetzt noch die letzten, Leute. Werde ich mir die 1 Million zusätzlich GTA-Dollar... Nee. Bro, das letzte ist zu schwer. Das ist crazy. Wer schafft das letzte, bitte? Jetzt, Bro, darf ich insgesamt 5 Autos spawnen und dürfte dir davon 1 geben. Hä? Darf ich auch welche spawnen für dich? Nein, nein, nein. Ich darf jetzt aussuchen. Warum denn, wann das denn? Bro, das sind neue Regeln hier. Zack. Alter, was asozial ist das denn? Erste Auto. Zweite Auto. Dritte Auto. Vierte Auto. Fünfte... Okay, das zählt nicht. Oh! Bro! Wenn du Ehre hast, gib mir den Truck hier. Guck mal, Max, ich dürfte jetzt hier ein Auto auswählen, ne? Ja. Guck mal, Bro, das ist so wie dein Bentley eigentlich, die Karre. Wie dein Bentley. Geil, oder? Ich nehme dieses Auto hier, Leute. Das ist ein Rallye-Truck. Boah, ich glaube, damit werde ich richtig hochkommen. So, Max, fahr du mal. Boah, meiner ist so schnell. Eine ne? Sache, die du, glaube ich, vergessen hast. Man kann mit Wheelie schneller werden. Ja, okay. Bro. Was? Ah! Nein. Ich helfe dir. Anlauf. Ich brauche mehr Anlauf, dann mache ich das. Das schaffst du niemals. Ich schaffst du niemals. Ich schaff das. Okay, Max. Aus dem Weg einmal bitte. Bro. Easy. Guck mal, Leute. Zack, 10er habe ich. Die nächste. Ja, boah, aber das. Ah, cool. Doch, ich glaube, ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich schaffe die 1 Million. Ich schaffe die 1 Million, Max. Das wäre wild. Locker, locker, locker. Oh mein Gott, knapp, 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 knapp. Und. Werden wir schaffen, Leute? Nein, 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 nein. Nein, letztes habe ich wieder nicht geschafft. Ist egal. Okay, aber du hast wieder verloren. Jetzt darfst du wieder ein eigenes Fahrzeug von dir auswählen. Und ich will ein Fahrzeug wieder von mir aus. Ich nehme nämlich ein Ferrari, Bro. Einen schönen Supersportwagen. Dann mache ich auch Ferrari. Machen wir die Ferrari. Oh, Ferrari gegen Ferrari. Max, du dürfst immer vorfahren. Ich bin direkt hinter dir. Ja, das erste ist natürlich, Leute. Wie gar immer. Kein Ding für den King. Kein 430. Problem. Ferrari 430, Junge. So, zack. Auch locker. Wie hoch ich hier noch fliege, ey. Ey, es könnte echt sein, dass wir mit den Dingern den letzten schaffen, ne? Ferraris schaffen das safe, Junge. Ich bin mir aber nicht sicher, weil der letzte ist halt echt eklig. Weil da musst du halt so komisch Grip kriegen, weißt du? Aber es gibt ja einen Trick, ne? Ja, ich lass dich mal vorfahren. Ey, Bro! LOL! Hä? Ey, das ist so krank! Warum ist das denn so? Ich schaff das nicht! Ey, das ist. Ich probier's nochmal. Ich will endlich wissen, was da oben ist. Ey, Bro, das ist so eine Steile hier. Guck mal hier. Oh, ja, 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 ja! Ja, ja! Bro! Bro!
Ja! Ah, nee. Vielleicht schaffen wir es zusammen mit Teamarbeit. Nee. Das war's gewesen. Okay, Max, jetzt geht's weiter mit den Random Autos. Und zwar, ich spawn ein Random Auto, das bekommst du. Und du spawnst ein Random Auto, das bekomme ich. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na, nein. Bro, ein Mansory. Ey, was kommt denn? Ein Bro. Oh, was? Oh, aber ein Audi? Ja, Fake Bro, Audi. Gegen den Mansory Project One, ja, oder was ist das? Nee, keine Ahnung, ist das Project One? Das ist irgendwie so ein Spezialkonzept-Mercedes. Da habe ich niemals eine Chance. Sag ich dir die ehrlich. Mansory. So, Leute, ich werde jetzt hier probieren mit dem Audi. Beiseite mit der guck mal, der hat hier schon Probleme. Wow. Ja! Oh mein Gott, Bro, du bist runtergefallen. Hä, ist doch egal. Ja, eigentlich nicht, aber gut, okay. Ach so, muss man da drauf achten? Nee, eigentlich schon. Du kannst eh nicht wie ein Verrückter fahren. Okay. Nee, ich komm hier hoch, Leute. Ey, der Wagen ist zu schnell, ne? Der ist zu schnell wahrscheinlich, oder? Der ist schon gefährlich. Oh, nein. Oh mein Gott, ich... Boah, man ich kann den gar nicht langsam fahren. Okay, fahr mal. Okay, Max kommt locker hoch. Nein, Leute, nein. Oh mein Gott, nein. Der Audi schafft's nicht. Haha. Ich schaff's nicht mal bis zum Letzten. Was ist das denn? So, jetzt kannst du mich mal beobachten, wie ich jetzt nach ganz oben fahre. Ja, das will ich sehen, Leute. Ich hoffe, er schafft es nicht nach ganz oben. Boah, aber die Steigung ist auch zu krass, Leute. Guck mal, das ist wirklich 100% Steigung hier. Boah, nee. Oh, Bruder, also, das ist zu krass. Ich check's nicht. Mit diesem, also, wenn wir es nicht mal mit dem Auto schaffen, mit welchem Auto sollen wir denn da hochkommen? Okay, das Gute ist, Bro, du dürfst jetzt ein Auto von mir aussuchen, was ich fahren dürf. Und du dürfst ein Auto von dir aussuchen, was du einfach fährst. Die Runde geht nämlich an dich. Punkt für das Max. Das finde ich ja jetzt schon mal gut hier. So, was gebe ich dir denn? Ich gebe dir jetzt hier mal dein Popelwohnmobil. Nein, ey. Nimm mal hier dein Popelmobil. Ey, Leute, mit dem Teil komme ich doch gar nicht hoch. Aber auf Choke-mäßig, ich nehme hier den Monster Truck. Oh mein Gott. Obwohl, der ist gar nicht so langsam, sag ich dir ehrlich, dieses Wohnmobil. Ey, der ist echt schnell. Okay, fahr du vor wieder, ich komme hinterher. Und... Nee, Leute, ich schaff's nicht mal. Doch. Nein! Schaffst du's? Na, warte, mit Anlauf. Hast du's locker geschafft oder hast du's gerade? Ich hab's locker geschafft hier oben. Okay, also wirst du wahrscheinlich, geh mal weg da, du wirst wahrscheinlich die nächsten auch wieder schaffen. Schaff ich hoch, Leute? Nee. Ah. Ja! Ey! Und damit hier. Ey! Schiebung! Ich zieh uns runter! Bro! Ey, ich hab's aber geschafft. Warte mal, ich try's jetzt nochmal. Ich glaub, das wird ein bisschen... Doch, guck mal, Leute. Eigentlich locker. Ich fahr direkt weiter. Jo. Ich sag dir ehrlich. Fahr weiter. Ich brauch den Schwung hier. Ey, das Wohnmobil? Besser als gedacht, Freunde. Ja, okay. Super. Naja. Okay. Stark, ey, zeig du mal, ob du da hochkommst. Will ich sehen mit deinem Monster Truck. Fahr, los! So, beiseite. Schafft ihr das, Leute? Schafft ihr das? Guck mal, locker. Was? Locker? Ey, vielleicht kommst du mit ganz nach oben jetzt. Ich bin gespannt. Oh, Leute, guck mal, hier auch locker hoch. Wie ist denn eigentlich der Punktestand, wenn ich jetzt hier schon wieder gewinne? Ich glaube, der ist unentschieden, bin ich der Meinung. Aber ihr seht hier den Punktestand auch eingeblendet, Leute. Boah, Alter, nicht schlecht. Jetzt kommt die letzte Steigung. Und? Ja, nein. Reicht. Ah, oh mein Gott, knapp. Grip. Knapp. Ich verliere den Grip. Boah, knapp. Nicht schlecht, Bro. Hat nicht gereicht. Schade, aber der Punkt geht wieder an dich. So, Leute, jetzt sind wir hier nochmal. Jetzt geht's auch weiter mit der nächsten. Und zwar hier, dass die letzten Autos übrig geblieben irgendwie sind. Keine Ahnung. Das sind Max seine. Und weil wir haben hier gerade mal ein bisschen aufgeräumt. Das war ein bisschen Chaos gewesen. Jetzt, Max, pass mal auf. Jetzt darf jeder von uns 3 random Vehicles spawnen. Und ein Fahrzeug dürfe ich da von dir geben. Also, meine ersten random Vehicles. Das werde ich dir schon mal nicht geben, Bro. Würde ich nehmen, ja. Oh, das ist doch ein schönes Familienauto für dich, Max. Der sieht nicht so schnell aus. Oh, okay, Max. Ja, okay, ich sag noch nicht, welches ich dir gebe. Können wir... Ja. Kriegst du nicht? Was? Oh! Auch nicht? Bro! Wow, Alter. Voll die Sachen. Ey, das sind voll die krassen Sachen. Was gebe ich dir denn jetzt hier? Welches würdest du mir denn geben, Max? Sag mal. Also, wenn du mir das SWAT-Auto gibst, dann würde ich dir das hier geben. Boah, das SWAT-Auto ist halt schon krass. Bro, ich würde dir das Rote hier geben, das Beste. Ja gut, dann lass das mal machen. Oh mein Gott, Leute, wir haben das SWAT-Mobil. Let's go. Oh, das ist richtig schnell, Gott. Alter. Das ist so gemoddet, ey. Bro, Leute, guck mal, wie krank das auch aussieht. Ey, vielleicht schaffe ich damit das ganz nach oben jetzt.
Holy moly Macaroni, bist du bereit? Ja. Okay, du fährst wieder vor. Schaffst du die erste? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, das Bro, ich sag dir, das SWAT-Movie ist zu stark. Das ist krass, ne? Das ist zu stark, Leute. Das ist, guck mal, wie locker. Nee, das ist zu stark. Guck mal hier, wie locker ich hochkomme. Bro, ich komme ganz, ganz locker hoch. Max hat schon einige Probleme. Ja, Heckantrieb ein bisschen am Durchdrehen, aber geht noch. Aber, ja, guck mal hier, ich fahre sogar langsam hoch. Checkst du, was ich meine? Der hat so krassen Grip, ne? Hey, ich fahre langsam hoch, Leute. Guckt euch das an. Oh, jetzt die letzte, Bro. Mal gucken, ob du es schaffen wirst. Die letzte Steigung. Ich glaube, das wirst du nicht schaffen. Oh, Kickdown. Nee, geht wieder nicht. Leute, das ist, glaube ich, das einzige Auto, mit dem wir das hochschaffen können. Ich try's. Oh, ey. Oh mein Gott. Hä? Warte mal. Hä? Nein, wir haben... Hä? Bro, ich hab's Real Talk nicht geschafft mit dem Auto. Das ist schon krass. Ich schieb dir das nächste Auto und zwar du wirst mit diesem Jeep hier fahren. Als nächstes mit diesem Jeep. Aha. Und ich fahr mit meiner Geheimwaffe, Leute, mit der ich glaube, dass ich ganz nach oben kommen werde. Mit dem Marsmobil, Bro. So, dann fahren wir jetzt hoch, Kollege. Schnürschuh, komm. Nein, meins ist voll langsam. Meins ist auch voll langsam. Ist auch richtig langsam. Bro, ich... Oh, aber Grip ist gut, Bro. Grip ist gut. Hat nicht so guten Grip. Fahren wir weiter. Ja, ja. Geht noch. Okay, nächstes hoch, Leute. Ja. Okay. Boah, jetzt hat Max schon leicht Probleme. Max schwächelt schon. Kannst weiterfahren. Ich glaube, das schafft Max nicht. Nee. Leute, das ist Schluss, Leute. So, jetzt bin ich gespannt, wenn wir das schaffen. Ich glaube, das müsste eigentlich locker schaffen, oder? Bro, locker? Locker, jetzt nochmal Full-Gummi. Das war mein Joker. Damit wollte ich eigentlich hochfahren, Freunde, wenn ich das schaffe. Nein, Bro, hey, der ist zu langsam. Nein, er ist leider zu langsam. Oh, schade. Aber ich hab noch einen Joker, nämlich jetzt geht's weiter mit Random Vehicle. Spawn dein Random Vehicle. Einfach nur eins, oder? Eins, was wir fahren müssen. Ja, sieht aus wie so ein alter Ferrari, ne? Nee, ist ein alter Lamborghini. Nein. Leute, was ist das? Die kleine Popelkiste durch. Lass mich in Ruhe, fahr jetzt hoch. Ey, das kann nicht sein, dass der so viel Glück hat. Ich glaube, du schaffst nicht mal das Erste. Doch, ey, locker. Was? Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich schaff nicht mal das Erste, Bro. Das ist so eine kleine Popelkiste. Okay, ich bin gespannt, wie hoch du kommst. Komm. Zieh serious durch, Bro. Wenn du das bis oben schaffst, ich gönn's dir. Zieh durch, okay, nice. Okay, Leute, ja. Das sieht sehr gut aus. Nein, als ob er das mit dem Auto hochschafft, Leute. Der alte Lambo, Junge. Nein, das schafft er nicht, Leute. Das schafft er nicht. Oder? Nein. Ja, let's go. Nicht geschafft, Bro. Das war's gewesen. So, zwei Autos habe ich noch. Du darfst jetzt ein Auto hier wieder von mir auswählen. Dann nimm mal hier die Popelkiste. Na, die nächste. Aber Leute, vielleicht dürfen wir die auch nicht unterschätzen, sag ich ehrlich. Und Max... Ich nehme den McLaren. Okay, dann fahren wir... Nee, hey, nimmst du nicht? Ich dachte, du wolltest den Jeep nehmen, okay? Hab nur kurz angetäuscht. Ey, Bro, aber der Jeep könnte echt krass werden. So, dann fahren wir hoch da, los. Der Jeep ist meine Geheimwaffe. Ah. Also ich muss sagen, Bro, locker. Guck mal, ich bin schneller wie du rum. Oha. Guck mal hier. Ich habe auch gerade gebremst. Bro, guck mal hier, locker. Ja, meiner ist voll schlecht, der bleibt immer so hängen hier so gefühlt. Ja, weil er zu tief ist, fahr mal weiter. Ich glaube nämlich, meiner ist besser wie deiner. Er ist voll Muck. Hä? Oh, okay, das hast du geschafft. Warte, ich komme. Und, Leute, ey, voll stark ist der. Guck mal. Das ist strong. Ich habe dir gesagt, den wirst du nicht unterschätzen. Das schaffst du nicht. Doch. Oh, okay, Leute, das hat Max geschafft. Sehr gut, jetzt sind wir dran. Und ich hab's geschafft, Bro. Ey, wenn ich jetzt hiermit das Finale schaffe. Finale. Oh. Und. Ich schaff's nicht. Was? Du hast nicht geschafft. Okay, Leute, ich probier's. 1 Million GTA-Dollar. Ja. Nee, Bro, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Leute. Bro, wir machen jetzt das ultimative Finale. Die Autos, das ist egal. Ich habe jetzt hier wieder... Das ist, Bro, das ist hier eine neue Game Show. Checkst du, was ich meine?
Jetzt dürfst du jeder 5 Random Vehicles spawnen. Erstes Random Vehicle. Oh mein Gott, Leute. Ein Police. Erstes Random Vehicle, okay. Ein Motorrad, nicht schlecht. Vielleicht. Ja. Was? Hä? Ey, Bro, du hast 2 Motorräder. Das ist... Nein. Ja, was ist das denn? Oh, okay. Okay, der zählt nicht. Den Panto, Bro, du hast doch... Warte, jetzt bin ich. Einen noch. Du hast doch ein Auto dingsen. Ein Auto... Bro, du bist am Arsch. Du hast so schlechte Autos. Ich dürfe nur eins machen? Du hast richtig lol. Digga, bei dir kommen ja nur Sportwagen. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, ich glaube, mit Polizei-Bugatti werde ich es machen. So, du dürfst fahren mit deiner... Welche nimmst du? Du nimmst das Sportmotorrad. Boah, ey, ich weiß nicht, Leute, Motorrad könnte auch gefährlich sein. Aber ich weiß, dass Motorräder eine sehr gute Bodenhaftung haben. So Boah, ey, ich sag dir ehrlich, mit Bentley schaffe ich es. Ja, mit Bentley schaffe ich es auf jeden Fall. Fahr, los! Meins Bugatti. Bugatti, mit Bugatti werde ich es schaffen, safe. Fahr. Okay, bisher macht Max es relativ locker, Leute. Aber... Guck mal, der fährt ja einfach hoch. Juckt den nicht. Ja, du hast ja guten Grip, ne? Ja, das juckt den gar nicht. Aber der hat auch so guten Grip hier, der Bugatti. So, nächsten. Okay, ich bin gespannt, Leute. Wird er es schaffen? Easy. Boah, easy sagst du sogar? Guck mal, ich mach fürs Letzte sogar hier die Alarmanlage an. Ey, was ist, wenn wir jetzt beide hochkommen? Dann kriegt niemand die Millionen, ne? Das weißt du schon. Krass. Okay, fahr du zuerst, los. Fahr du zuerst. Nein, fahr du zuerst. Nein, fahr du zuerst. Okay, ich fahr zuerst, Bro. Ich werd's schaffen, ich werd's schaffen. Ich sag dir ehrlich, wenn ich es nicht schaffe, fress ich einen Besen. Bro, ich schaff's. Ich schaff's. Nein. Ja. Bro, was? Was? Nein. Okay, Leute, wird Max das mit dem Motorrad schaffen? Ich bin gespannt. Nein, Mann. Ja. Bro, du hast es nicht geschafft. Niemand hat die 1 Million GTA-Dollar gewonnen. Niemand. Nein, Stani, lass hier noch... Wir müssen jetzt noch gucken, was oben ist. Steig hier ein in die Kiste. Okay, ich bin gespannt. Also wenn wir es mit dem nicht schaffen, Leute, dann werden wir es gar nicht schaffen. Das ist der... Dann teilen wir aber 500.000 jeder. Machen wir so. Okay. Aber das hier ist der OP-Truck. Checkst du das? Ich bin... Bro, guck mal, wenn du damit über Autos fährst... Was? Juckt den einfach nicht. Juckt den einfach nicht. Was? Guck mal, was der macht mit anderen Autos. Alter, was ist das? Das ist das beste Auto, was es in GTA gibt. Der gewinnt bei jeder Challenge immer. Guck mal, Nein. was der mit dem kleinen Panto macht. Was? Guck mal, der zerstört einfach okay, alle Autos. Okay, fahr. Bro, okay, so, okay, ich merke. Das juckt den gar nicht. Bro, das juckt den gar nicht. Der ist okay. Leute. Guck mal. Was? Das juckt den Ey, Mann, Bro, gar ich hab's noch so nie gesehen. Guck mal, ich geb nicht mal wirklich Gas, Digga. Der rollt hier einfach hoch, juckt den nicht. Aber wären wir auch die letzte Steigung? Ich sag dir ehrlich, auf der letzten. Ich sag dir, ich 100% schaffen. Okay, okay, ich das, was ich jetzt gemacht habe, ich hab nicht mal Gas gegeben gefühlt. Okay, jetzt gib Gummi. Jetzt einmal. Oh mein Gott. Wir sprechen zu weit. Jo, okay, warte, ich geh nochmal die Stufe runter. Ich hab schon zu viel Gas gegeben. Checkst du das? Bro, du hast zu viel Gummi gegeben. Okay, Leute, ich bin gespannt. Das ist so crazy. Bro, du gibst zu viel Gummi. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft, Leute. Wir sind oben, Alter. Maximale Punkte, Bro. Let's go. Guck mal, welche Seite würdest du besser finden? Welche Seite findest du besser? Sag mal ehrlich. Ich würde tatsächlich diese Seite benutzen. Aber guck mal, ich sag zum Beispiel, die andere ist besser. Aber wir losen das aus. Und zwar derjenige, der mit einem random Auto da höher kommt, dürfen nämlich die Seite aussuchen. Okay. Bro, das ist mein random Vehicle, was ich bekommen habe. So, Lofty, dann spawn mal dein random Vehicle. Ich bin gespannt. Warte, kurz in die Trickkiste greifen und... Leute, was hat Lofty für ein Auto bekommen? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, Lofty, du musst vorfahren. Du bist nämlich hier der Gast. Und du weißt, um was hier geht, ne? Da oben, falls wir ganz nach oben kommen, gibt's 10 Millionen GTA-Dollar. Die werden schmecken auf jeden Fall. Die werden richtig schmecken. So, fahr mal vor dir. Ich komm hinterher. Denkst du, da kommst du nicht hoch oder was? Das ist doch hier noch einfach. Das ist hier gerade mal Stufe 1. Komm, gib ihn. Guck mal, Lofty kommt gar nicht mit. Hä? Ich will mich das erst mal angucken. Nee, du musst vorfahren. Okay, let's go. Ich seh dich gar nicht mehr. Ja, doch, ich bin hier, alles gut. Wow. Okay, Bro, und alles jetzt unter Kontrolle. Fahr mal hier, guck mal, jetzt, das wird hier halt immer steiler, ne? Das wird immer steiler, Bro. Das könnte halt irgendwann hier echt, dass wir runterfallen, ne? Weil, guck mal, das wird, also das nehmen wir hier noch locker mit, ne? Das ist hier, guck mal, gerade auch 10 Punkte hast du gerade mal gemacht. Ich würde nicht stehen bleiben, weil umso mehr du stehen bleibst,
umso schwierig. Ey, das wird richtig schwierig. Also ich sag dir ehrlich, Leute, wenn wir da oben hochkommen sollten mit irgendeinem Auto und uns die 10 Millionen... Deswegen gibt's heute wahrscheinlich auch 10 Millionen GTA-Dollar, weißt du? Ja. Boah, ich hab hier schon leichte Probleme. Ich seh's jetzt. Holy shit. Naja, das geht hier richtig hoch, Bro. Boah, ich... Guck mal, ich hab jetzt schon Probleme. Also mein Auto, Leute... Boah, ich hab jetzt schon Probleme, Lufti, was? Geil, ich hab gar keine Probleme. Ey, du hast ja unnormale Traktion mit der Karte. Ich kann sogar stehen bleiben und dann losfahren. Oh, guck mal, aber jetzt bist du ganz schön langsam, ne? Ey, Bro, ich hab... Nein, komm. Boah, hier ist gerade mal 30 Punkte. Ey, warum hab ich so eine Rotzkarre bekommen? Jetzt dürfst du dir gleich die Seite aussuchen. Oh mein Gott, Lofty, was ist das? Oh. Nein, das ist zu krank. Oh nein, ich bin tot. Okay. Kommst du da nicht weiter, oder was? Doch, ich schaff's doch. Oh, warte, ich bin auch da drin, ne? Oh, wer wird die nächsten Punkte schaffen, Freunde? Ne, ich glaube. Oh, ich hab das. Ja! Zieh! Leute! Nein. Ja. Komm. Nein, zieh, Auto! Nein! Lauf, du hast gewonnen! Du auf hast den gewonnen! Weg zu 50. Bist du weg? Ja, ich bin weg. Du musst auch runter! Oh mein Gott. Ich bin extra runtergesprungen gerade. Hä, du hättest weiterfahren können? Nein, das ging doch nur um die Seite. Ja, um die Seite, aber wenn du hochgekommen wärst mit dem Auto, hättest du die 10 Millionen GTA-Dollar bekommen. Hätte ich jetzt schon gewonnen? Ja, theoretisch, aber du wärst eh nicht mitkommen mit der Schrottkarre. So läuft die. Das ist denn seine Seite hier, oder was? Ja, die möchte ich auf jeden Fall haben. Bro, Leute, guck mal hier diesen Dings an. Das sieht richtig krass aus. Also ich glaube, das könnte sehr, sehr schwierig werden. Okay, Lofty, du dürfst dein erstes Auto auswählen. Und weil ich verloren habe, dürfst du ein Auto auswählen, mit was ich fahren muss. Denk dran, es gibt mehrere Runden und du musst halt immer weiterkommen wie ich, ne? Also, wir... den Burgerwagen. Oh, Leute, ich soll dieses SpongeBob-Auto nehmen. Was ist das denn bitte? Welches Auto nimmst du? Nimm erstmal die kleine Minikarre hier. Aber ich glaube, ich sag dir ehrlich, ich glaube, das fährt trotzdem besser als der Burgerwagen. So, erstmal wieder hier auf die Rampe rauf. Zack, Leute. Wow. Bumm. Ja, super. Ey, mit diesen Gürkchenrädern, ich hab jetzt schon Probleme. Oh, Leute. Oh, zum Glück, ich bin hingekommen. Okay, Lofty, du fährst wieder vor. Warte. Oha. So, ey, diese... Ey, du hast mir das schlechteste Auto gegeben, ich sag dir ehrlich. Warum tust du mir das an? Ich fahr auf Gürkchenräder. Nein. Die wirst du gleich brauchen, die Gurken. Oha. Okay. Also bisher 10 Punkte locker. Easy, slam and squeezy, würde ich mal sagen. Dann mal gucken, ob wir mehr schaffen. Boah, Luft hier. Also du fährst doch ganz locker durch, ne? Ja, also richtig leicht. Boah, ich habe jetzt schon, also ich merke jetzt schon leichte Probleme, Leute. 20 Punkte. Das ist gut. Ich habe jetzt schon hier, ich muss aufpassen, dass ich jetzt schon hier nicht, dass das Auto jetzt schon nicht stehen bleibt. Weil er hat zu wenig Leistung, weißt du? 30. Ich bin bei 40 schon durch, aber das Problem ist, dass der hinten immer ausbricht. Ah, du hast Heckantrieb, ne? Ah. Boah, nein. Leute, ich muss hier den Schwung mitnehmen. Nein, bei mir ist, glaube ich, gleich over. Was? Boah. War der 40 vorbei? Boah, ey, Luft ist richtig weit, Freunde. Was ist das denn jetzt? Aber gleich wieder rausfliegt. Naja, safe. Leute, ich glaube, ich schaff's hier nicht. Ey, Lofty, du bist schon wieder so weit, Junge! Ich schaff's trotzdem nicht. Der hat gerade richtig Probleme. Oh. Komm. Bro, ich hab auch richtig Probleme. Komm, 50. Ich fahr hier seitlich hoch, Digga. Ey, guck mal. Oh, Leute, guck mal die Neigung auch an. Wie krass wird das jetzt? Wow! Hast du die. Nein! Ich schaff's. Komm. Oh mein Gott, Leute. Nein, ich bin raus. Lofty ist. Wow! Nee, das war's. Durch die 50 durch. Ich hab's leider nicht so weit geschafft. Nicht schlecht, muss ich sagen, an der Stelle. Nicht gut genug, Lofty, weil du bist nicht bis oben gekommen. So, Lofty, du hast gewonnen. Also dürfst du dir nochmal das zweite Auto aussuchen. Und danach gibt's wieder eine Random Vehicle Challenge. Welches Auto soll ich nehmen? Die liegt zwar hier auf dem Kopf, aber die kann ich gleich drehen. Also alles gut. So, welches Auto soll ich nehmen? Welches Auto nehme ich? Du nimmst hier dieses Panzerfahrzeug hier. Oh, Lofty, danke. Ehrenmann. Danke für das Big Baba Bubu Auto, Leute. Oha. Bro. Guck mal, was du mir gegeben hast. Ja, guck mal, was ich nehme. Nein. Okay, ich glaube, das ist mit einer der stärksten Autos überhaupt, Leute. Ich muss sagen, ich bin aber auch sehr zufrieden mit der Karre. So, wir stehen jetzt hier wieder beide auf die Rampe und ich glaube, die ersten beiden Punkte werden wir echt locker machen wieder. Das Ding ist, du wirst
auf jeden Fall einen krassen Vorteil haben, weil du drei Reifen hast. Ja, aber das Auto ist so komisch. Die drei Reifen berühren ja gar nicht den Boden. Das ist so ein ganz merkwürdiges Auto hier. Ey, schwebt das? Ja, das schwebt so komisch. Ey, dann schaffst du das ja easy. Nein, 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 das ist aber auf dem Boden irgendwie auch. Ich weiß auch nicht, das ist so ein verbuggtes Auto. Das ist so ein Modder-Auto, weißt du? Okay. So, aber hier, Leute, das ist natürlich hier diese 20er-Dinger und so, schaffen wir locker. So, wo es läuft. Läuft die Welt gleich runter? Ja! Läuft die Welt gleich runter! Lofty, wo bist du? Komm mal her, ich warte hier auf dich. So, dann fahr mal weiter hier. So, Freunde, ich werde mich natürlich hinter Lofty hängen, um zu sehen, dass der auch nicht schummelt. Also, ey, ich sag dir ehrlich, mein Auto ist krass. Ich glaube, ich werde weiterkommen wie du. Nee. Doch, guck mal, du driftest es schon. Ich drifte noch nicht mal. Bro, ich komme hier ohne Probleme rum bis dato. Ich glaube sogar, das ist mein stärkstes Auto bis dato. Oh, Leute, guck mal. Also ich werde die 50 wieder easy fahren. Nein, du hast Probleme. Du hast jetzt schon, guck mal, du driftest ja jetzt schon fast um die Kurve hier raus. Oh. Das ist alles Show. Nein, du fällst gleich hoch. Alter, wie steil wird das hier bitte, Leute? Wow, jetzt wird's richtig krass. Ja, Luft ist raus. Wir sind, ich kann immer noch fahren. Die 50, Leute. Wow. Oh mein Gott, ich habe gerade so knapp die Kante mitgenommen. Ich drift hier auch mittlerweile. Nee, das war's, Freunde. Nee, hier, das ist, ey, hier kommen wir nur mit Gott-Autos weiter. So, ich habe die Runde gewonnen, let's go. So, Leute, und jetzt gibt's nämlich, jeder von uns darf zwei random Vehicles spawnen und eins davon sich auswählen. Zack, das ist eins, mein erstes. Oh mein Gott, ein fetter Ferrari, geil, Alter. Oh nein. Oh mein Gott. Du bist am Arsch, Gott. Du bist am. Helikopter zählt nicht, Helikopter zählt nicht. Ich wollte gerade sagen, Digga. Was hab ich denn hier für ein Auto? Was ist das denn? Oh mein Gott. Nee, das zählt nicht. Flugzeug zählt nicht. Ja. Oh, du hast ein Buggy. Okay, also du nimmst den Buggy, ne? Safe nehme ich und den Buggy. Und ich jetzt safe diesen Ferrari nehmen, Gott. Leute. Das andere Auto hat nur so eine Schmalspurreifen. So läuft der Farmer jetzt, wieder. Er hat so viel Power, ne? Meinst Holy du? Shit. Okay, ich bin gespannt. Ja. Leute, läuft ja ein gemoddetes Auto, aber ich habe auch ein gemoddetes Auto. Und jetzt bin ich gespannt hier, wer weiterkommt. Los, Farmer. Ah, also bisher hier locker. Gott. Das ist natürlich auch Anfang hier. Das sind hier Kleinigkeiten. Hey. Schnell mal kurz überholt. Zack. Ja, muss ja aufpassen, Freunde. Der ist relativ. Das Gute halt bei dem Ferrari ist, der ist relativ viel flach und hat damit sehr viel Grip. Und ich glaube, das ist halt wichtig bei der Challenge, dass man viel Grip hat. Boah, ich fahre hier schön hoch. Zack. Ich will diese 10 Millionen GTA-Dollar haben, Mann. Ja, Bro, die hätte ich auch gerne. So, 30 Punkte, Freunde. Locker. Oh, jetzt hier wird es immer schon schwierig, weil hier fängt man an zu driften. Driftest du schon? Ja. Nein! Leute, ich bin raus. Okay, wir gucken, wie weit Lofty kommt. Hier ist Lofty mit seinem Buggy. Wir sind leider raus, schade. Aber ich glaube nicht, dass du so weit kommst. Sagt dir, obwohl, sieht relativ gut aus. Ja, das war's. Mehr als 40 schaffe ich nicht mit dem. Denkst du nicht? Nee. Das hätte ich schon gemerkt. Hier, obwohl, du schaffst sogar vielleicht 50. Aber bis oben hin glaube ich auch nicht, dass du kommen wirst mit dem Teil. Nee, das war's, Leute. Mann. Irgendwann, man kann halt die Autos irgendwann nicht mehr lenken, ne? So, Lofty, jetzt, weil du gerade so viel Glück hattest, machen wir eine doppelte Random Vehicle Challenge. Und das heißt, ich spawne drei Autos und darf mir ein Auto für dich aussuchen. Und du spawnst dann drei Autos und darfst dir ein Auto für mich aussuchen, okay? Okay. Aber ich fange an. Okay, der Helikopter zählt schon mal nicht. Ah, der Mini. Dann der, das ist das echt Martin. Oh mein Gott, Bro. Der Insurgent, weißt du, was das für ein starkes Auto ist? Aber der ist zu schwer, glaube ich, um da hochzukommen. Naja, ich sag dir, ich hätte so krass Grip. Ich bin gespannt, Lofty. Jetzt zeig mal deine drei Autos, die du für mich hast. Und dann werde ich ein Auto für dich auswählen. Hä? Okay. Oh, das ist ein krasses Auto. Fahrrad, willst du mich streuen, Leute? Was ist das? Oh, das sind so Müllautos, ne? Ey, Lofty, ich sag dir. Das Fahrrad zählt nicht, ne? Ich mache mal noch ein neues. Doch, das zählt. Das Fahrrad zählt. Okay. Ja. Lofty, guck mal, ich würde dir diesen fetten Insurgent geben. Wenn du mir das hier hinten gibst. Wie wär's? Bin mir nicht sicher, Digga.
muss ich ehrlich sagen. Guck mal, Lofty, ich vertraue dir mal. Ich gebe dir den dicken Insurgent. Was willst du mir denn jetzt? Also, Lofty, wie gesagt, ich würde ja den hier bevorzugen. Das kannst du dir direkt mal abschminken. Komm mal hier mit zur Mitte. Ey, gib mir doch den hier. Gib mir doch den. Setz dich mal hier auf den Drahtesel und fang an zu pedalen. Ey, ich soll jetzt da nicht mit Fahrrad hochfahren. Oh ja. Ey, Leute, also entweder das Fahrrad die absolute Meta. Oder wir sind jetzt absolut verloren. Ich habe keine Ahnung. So, wow, hier bin ich schon mal hochgekommen. Super. Ich glaube immer noch Freunde standen, oder? Ich glaube, ich weiß noch nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Aber vielleicht, ich sag dir ehrlich, vielleicht ist ja Fahrrad so eine übelst geheime Taktik, dass man damit richtig weit kommt. Könnte ja sein. Boah, bist du schnell, Digga. Ja, guck mal, ich bin schneller wie du mit Auto. Ich gebe hier auch richtig Gummi. 60 km/h fahre ich mit Fahrrad. Und guck mal, ich sag dir auch ehrlich, ich komme hier locker lang. Ohne Probleme. Oha. Aus dem Weg gerannt, Verdiener. Ja, fahr mal da weiter, aber ich weiß auch nicht, ob der Insurgent so gut ist, weil der ist auch schwer, wie du schon gesagt hast. Also damit können sie auch schnell aus der Kurve fliegen. Also 20 Punkte, Leute, habe ich gleich hier schon mal sicher. Locker 20 Punkte gemacht. Easy. Ey, ich muss ganz nach oben kommen, Freunde. Ich brauche es. Oh, guck mal hier, das spawnst du gar nicht. Da kommst du nicht weiter, ne? 40 habe ich nicht. Ich habe noch nicht mal 40. Nein, was? Nein. Ey, Leute, guck mal, wie schräg wir jetzt schon fahren mit Fahrrad. Was ist das denn? Oh, Lofty struggelt da schon. Ja, richtig krank. Aber bei mir, ich muss sagen, Freunde, bisher haben wir noch gut Grip mit Fahrrad. Also hier. Wir fahren schon übelst schräg, aber in die Pedale treten. Let's go. Hä? Ey, Lofty, du kommst übelst gut hoch da. Ach, nee, ich jetzt, das war's, glaube ich. Nein, das war's wirklich. Nee. Nein, du schaffst 50 sogar. Nee, ich glaube nicht. Oder du fällst jetzt runter. Nein. Du hast es. Noch nicht ganz. Oh, ich schaff's nicht. Das sieht nicht gut aus. Das war's. Auf Wiedersehen. Lofty runter. Und ich sag Lofty, ich bin noch dabei. Oh mein Gott, Leute. Guck mal. Hä? Bro. Ich komm weiter wie du vielleicht. Nein, niemals. Doch. Nee. Oh mein Gott. Ich bin gleich weiter wie du. Was? Hä? Wie das denn? Ich check's auch nicht, wie das geht. Was ist das für ein Superbike? Das war's. Ich bin weiter wie du. Hä? Kriegst du jetzt die 10 Millionen? Ich weiß es nicht, ob ich schaffe. Bro, Leute. Komm! Ey, das Fahrrad hat unnormal viel Grip. Ich fahr immer noch. Ich schaff vielleicht... Nein. Ich schaff 50. Oh, das hast du davon, Leute. Das war Karma gewesen. Damit hat niemand gerechnet, dass das Fahrrad so stark... Hä, wie fahr ich denn hier? Hä? Ich komm weiter. Was? Ich schaff vielleicht die 60 sogar. Leute, ich fahr fast 100% Steigerung hoch. Ich schaff 60. Na, oder? Freunde, wir schaffen's. Nein, hier ist, glaube ich, Schluss. Na, hier ist Schluss. Nein! Aber weiter wie Lofty. Das heißt, die nächste Challenge, das Auto darf ich auswählen. Let's go! Weil ich mir denke heute mit Lofty, ich glaube, das andere wäre zu einfach, wenn wir Random Vehicle Challenge weitermachen. Aber weil ich gerade gewonnen habe, Lofty, dürfe ich nämlich jetzt jeder von uns 5 Autos spawnen. Und das Ding ist, Lofty, ich darf mir ein Auto aussuchen für mich und ein Auto für dich. Von beiden Seiten? Ja. Was? Oh mein Gott. So, das sind meine 5 Autos, Leute. Guckt euch das an. Das Auto ist ganz gut. Motorrad ist ganz gut. Das ist auch ganz gut. Aber Leute, was ist das hier? Einfach... Oh mein Gott. Das wird echt übel für dich werden, Lofty. So, bist du ready? Ich bin ready. Ich bin gespannt. Was hast du für mich parat? Oh, okay. Ja. Nummer 2. Warte, Nummer 2, Leute. Ich sehe es noch nicht. Ich muss laden. Oh mein Gott. Aber das ist nicht erlaubt. Da kann ich einfach hochfliegen. Ja, okay. Okay, das hast du einmal. 2 musst du noch spawnen, Lofty. 2. Oh mein Gott, Leute. Guck. Okay, noch ein. Okay, warte. Und. Bro, ich sag dir ehrlich. Leute, was soll ich nehmen? Diesen Mazda oder? Ich glaube, der Lambo ist stärker. Ich sag euch ehrlich, der Lambo. Guck mal, das ist ein aufgetunter Baba-Lambo. Lofty, weißt du was? Du bist doch mal LKW gefahren. Kann das sein? Ja. Ich gebe dir natürlich den LKW auf Ehrenbruderbasis. Ah! Das ist voll eklig von dir. Bro, ich werde hier schön den Lambo-Rambo nehmen. Oh. So, dann fahr mal einmal kurz. Du kannst wieder vorfahren. Ich beobachte dich mal, wie du mit dem LKW überhaupt diese Rampe... Kommt der überhaupt die Rampe hoch, Leute? Das ist die Frage. Ja, locker, okay. Locker. Außer er fällt direkt daneben. Nein.
Okay, nice. Die Rampe hast du schon mal geschafft. Aber denk dran, du musst bis ganz nach oben kommen. Ey, Freunde, der Lambo könnte es jetzt echt sein. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl bei denen. Ich gebe dir mal einen kleinen Anschub. Hey! Oh, 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 ich werde fast runter. Hast du ja nochmal Glück gehabt, wa? Du bist fast runtergeflogen. Ich glaube, die 10 Millionen GTA-Dollar wirst du mit dem Teil nicht kriegen. Nein. Ich bin mir sicher, er wird es nicht kriegen, Leute. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin jetzt sicher. Schon am Driften. Du bist jetzt schon am Driften. Ich gebe dir. Brauchst du Anschub wieder? Ja, gleich. Okay, ich gebe dir gleich natürlich einen kleinen Anschub. Oh, Leute, ich sage euch, der Lambo ist stark. Ich glaube, mit dem Lambo schaffe ich es. Wird's vorbei? Nö, nö, nö. Ich gucke hier, was du machst. Guck, was du machst. Ich gebe dir einen kleinen Stupser hier. Ja, guck mal. Das war's gleich. Guck mal, ich kann hier noch alles lenken, alles, gar keine Probleme mit dem Lambo. Heftig. Das ist so krank, Leute. Wow. Komm. Ja, komm, fahr. Ich geb Gas. Was? Das war's schon? Nein, der driftet schon weg. Ich fahr elf hier. Nein, ja. Lass mich. Okay, nein. Leute, Lofty ist raus. Leute, also der Lambo bisher, was war eigentlich gerade unser Bestes gewesen? 60, glaube ich, war bisher unser Bestes, ja, ne? Ja, ich habe leider nur 50 geschafft. Du hast nur 50 geschafft, okay. Gut, also 40, Leute, hatten wir ja schon mit mehreren geschafft. Das war jetzt kein Problem. So, okay. Wow, okay, der Lambo ist so stark, Lofty. Boah, das glaubst du gar nicht. Jetzt schaffe ich 50. Nee, ich hatte fast 60 mit dem Fahrrad geschafft. Jetzt habe ich langsam auch Drifts hier. Oh, Freunde, guck mal, das ist fast hier 100% Steigerung. Oh, okay, jetzt habe ich Probleme mit Lenken. Aber, ey, das Ding hat so einen Grip, Leute. Das ist einfach Maschinen-Lambo. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt gerade bei... Warte, ich sehe es gerade selber. Oh mein Gott, Leute. Nein. Ich muss... Nein. Bisschen zurück. Na, ey. Ich habe es nicht geschafft. Kurz vor 60 wieder. Ach, was? Ja, kurz vor 60. Aber nicht mal mit dem Lambo haben wir es geschafft, Alter. Krass. Aber guck mal, kann ich hier weiterfahren? Warte mal. Freunde, ich will es doch mal einmal tryen. Ich bin noch nicht runtergefallen, Lofty. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich sehe dich von hier oben. Ich bin noch nicht runtergefallen. Aber nee, ich glaube, Leute, das ist... Ey, wie soll man doch, das... Doch, das schaffst du. Ja, das schaffe ich hier. Aber jetzt, pass mal auf. Guck mal, jetzt fahre ich hier hoch. Leute, hier... Darfst nicht bremsen. Ja, ich darf nicht, aber ich kann nicht lenken, weißt du? Doch. Ich schaff's. Ach, das schaffst du. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, ich hab gleich 60. 60, Leute. Aber den nächsten schaffe ich nicht. Digga. Das ist wirklich... Der nächste Schritt ist 100. Ey. Du bist beim letzten Schritt, letzte Kurve. Nein. Das ist die letzte Kurve. Oh mein Gott. Das ist die letzte Kurve. Komm. Nein, das ist doch wirklich... Unmöglich. Bro, oh, letzte Kurve, Leute. Jeder dürfte sich noch zwei Autos aussuchen, um die 100% zu bekommen. Okay, Lofty? Boah, okay. Bist du bereit, Leute? Ich weiß selber nicht, welches Auto ich nehme. Ich guck mal hier, weil es gibt so richtig geisteskranken, also es ist eine geisteskranke Auto, will ich haben, was jede Challenge fast nach oben schafft. Ich weiß aber nicht, welches, Leute. Oh mein Gott, das, glaube ich, war krank gewesen, das Auto hier, Leute. Und das, Leute, hier. Guckt euch mal das Auto hier an. Die beiden Autos werde ich nehmen. Ich werde die mal hier hinstellen. Ich habe hier zwei Autos. Ach, zwei? Ja, okay, du hast einmal fast das gleiche. Aber du hast die schlechtere Variante. Doch, die hat die schlechtere Variante. Let's go. Was? Ich sag nix. Das nimmst du? Ja. Okay, das ist sieht in Ordnung aus. Ich werde erstmal das nehmen. Lofty, du wirst wieder vorfahren. Let's go. Wir machen uns hier auf den Weg. Abfahrt. Oh, Leute, das Auto ist so stark. Ich sag euch echt, das ist so viel Grip, glaube ich. Ich glaube, hiermit werde ich es machen. Boah, der hat gar keine Power. Ja, deiner vielleicht Grip-mäßig, weißt du? Was kommt der hier? Weil da oben, man braucht ein bisschen Lenkung. Deswegen habe ich mir das Auto genommen, Leute. Weil es bessere, höhere Federung hat für Lenkung. Ich hoffe, dass es da irgendwie besser funktioniert bisher. Kommen wir natürlich hier die lockeren Dinger, kommen wir locker durch. Wie sieht es bei dir aus? Boah, guck mal, ich komme hier locker hoch. Aber das war's für dich, Oder? Nein. War vorbei, wir sind hier gerade mal bei 40. Ich hab dich nur verarscht. Oh, okay. Diese Politik machst du. Aber was ist hier, warum driftest du jetzt so? Was ist das denn, Lofty? Guck mal, wie locker ich hier fahre. Ich werd gleich rot, Digga. Oh, aber das sieht trotzdem noch gut aus. Aber hier, jetzt, das war's. Ja, das war's. Ich kann nicht lenken. Das war's. Lofty bleibt stehen. Nein. So, Leute, wir haben jetzt hier die 50. Okay, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Hier, Nein. Bro, nein. Leute, der hat zu... Oh, das gibt's nicht.
Ey, man ist, der hatte zu hohen Schwerpunkt gehabt. Ich glaube, das war keine gute Wahl. Dürfen wir noch mal ein anderes Auto auswählen, ausnahmsweise? Nein. Ein Auto noch auswählen. Du darfst auch ein neues Auto auswählen, weil den hatte ich ja gerade. Ich nehme den hier, Leute. Mein Lamborghini in weiß. Lofty, du darfst auch noch mal ein neues Auto auswählen. Ich sag dir ehrlich, Lofty, nimm Sportwagen. Ja. Ich sag dir, dass die anderen, die waren nicht gut gewesen. Wir wollen doch die 10 Millionen GTA-Dollar haben, oder nicht? Komm bei mir rein, Lofty, komm bei mir rein. Ich teile, komm bei mir rein. Wir teilen. Wenn wir die kriegen, ich teile. Okay, das hört sich gut an. Das ist dir, Leute. Jeder kriegt 5 Millionen, das wäre okay. So, jetzt gucken wir mal. Boah, der hat echt Power. Der hat echt Power. Boah, guck mal hier. Ey, Bro, beide 5 Millionen, das wäre. Wir haben uns ein gutes Battle geliefert. Du warst ein ehrenwürdiger Gegner, aber ich weiß nicht mit den Punkten. Ich glaube, ich war vielleicht doch einen Tick besser gewesen. Auf jeden Fall. Bin mir aber nicht sicher. Aber Freunde, wir machen das jetzt hier mit Lofty zusammen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Bisher sieht es sehr gut aus und der Lambo gibt ein gutes Gefühl. Ich glaube, der hat auch noch mal ein bisschen, der ist noch bei der, von der Beschleunigung noch ein bisschen brutaler. Aber das Ding ist halt mit der Lenkung nachher wieder, weißt du? Die Lenkung auch ausreicht. So, hoch. Okay, also, ey. Komm. Also, du siehst locker noch, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, Alter, ob wir das schaffen. Ein Auto muss doch wenigstens drin sein. 40er locker. 50er wird's wieder interessant. Ja. Oh. Vielleicht müssen wir bei Standy Performance anrufen, fragen, welches Auto dafür gut wäre. Leute, vielleicht müssen wir echt mal wieder Standy Performance Autos tunen. Wenn wir hier 10.000 Likes schaffen, Leute, werde ich es mit Standy Performance Auto tunen. Aber, guck mal, Lofty. Boah. Okay, locker eigentlich, ne? Hä? Bro, wir driften zwar, aber. Boah, das ist ein. Leute. Das ist die letzte Kurve gleich. Oh mein Gott. Bro! Wir schaffen's. Nein. Oh mein Gott, wir schaffen's wirklich. Bro, ich kann nicht mehr lenken hier. Oh mein Gott. Nein. Ich kann nicht mehr lenken, Mann. Das ist... Bro, ich weiß, wie man das schaffen soll. Ich habe keine Ahnung. Hier seht ihr die krassen Fahrzeuge, die wir heute testen werden mit dem Experiment. SU ist dabei. Was? Leute. SU, beruhig dich. Dreh dich so durch immer, Alter. Ja, mit deiner Rolle da. Du verletzt dich noch. Ey, ja, guck mal. Wir werden jetzt auslosen erstmal, wer welche Seite bekommt. Bro, guck dir mal diese Seite an, was hier für krasse Autos sind. Oh mein Gott. Oh, krass. Aber die Seite ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Guck mal hier, dieses komische Gerät hier an. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das werden wir jetzt alles testen. Und deswegen, Bro, wir werden jetzt die erste Parcours, werden wir jetzt quasi mit einem random Vehicle auslosen. Nämlich der gewinnt und weiterkommt, Bro, der dürft sich die Seite aussuchen. Was ist das, Leute? Bro, das ist ein Boot, das fährt doch nicht mal, das zählt nicht. Bro, du hast einen LKW? Nicht schlecht. Okay, jetzt komm, wir fahren jetzt, Bro, und wir müssen halt durchs Wasser durch, ne? Ja, ich brauche auf jeden Fall auf, dass ich nicht runterfalle. So, ja, du dürfst natürlich nicht runterfallen. So, erstes Wasser, hier ist ja gar, guck mal hier, was denn hier, eine kleine Pfütze oder was? Guck mal hier, eine kleine Pfütze, Leute. Was ist denn das? Okay, jetzt wird schon ein bisschen tiefer mit Vollgummi durch. Easy. Schaffst du das? Leute. Oh mein Gott, du hast es echt geschafft. Aber easy. Knapp, muss man sagen. Was? Knapp? Was laberst du? Easy, hä? Du bist easy. Ich glaube, der LKW wird es machen. Komm, das schaffen wir auch noch. Komm. 30. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Hä? Ich du fährst ja da locker durch. Ja, easy, Bro. Ich muss mich nicht mal anstrengen. Okay, jetzt, Leute. Da muss ich durchkommen. Na! Oder? Warte. Ey, danke, Bro. Nein, ich wollte dich nicht crashen. Ja, und ich komme durch. Guck dir das mal an. Okay. Aber weißt du was? Ich will mich überraschen lassen, deshalb werde ich nicht weiterfahren. Und ich würde mal sagen, ich habe diese Challenge gewonnen. Ja, du darfst jetzt hier auswählen, welche Seite von Autos du nimmst. So. Ich würde mal sagen, hier links sehen die Sachen... ich nehme aber links. Denkst du auch, ich höre dich nicht, oder was? Oh mein Gott. Ich nehme auf jeden Fall diese Seite. Guck mal, mit dem Cars-Auto und hier dieses... Bro, das ist schon... Ist das ein Cybertruck in neuester Version, oder das was? Das ist schon eine mächtige Seite, Bro. Dann wähl mal dein erstes Auto aus. So, du wählst das erste Auto gleichzeitig auch aus. Ich nehme als erstes, ich glaube, ich fange mit dem Schwächsten an. So ein Polizeiauto, glaube ich, ist hier vielleicht das Schwächste von allen. Er nimmt das Schlechteste, Leute. Und ich nehme... Leute, Ich will eigentlich gut durchstarten und SU mit dem ersten Auto rauskicken. Deswegen glaube ich nämlich hier den hier. Ich glaube, der Bugatti. Ist das ein Bugatti? Nee, ne? Das ist ein. Keine Ahnung, was ist das für ein Auto, Leute? Ich weiß nicht. Du bist doch hier der Auto-Experte. Ich habe irgendein Mansory getuntes Auto, aber egal, Bro. Komm, es geht weiter hier. Wir müssen wieder fahren. Und jetzt, ja, hier ist natürlich das erste. Hier, Leute, hier ist immer manchmal gar kein Wasser, weil es halt das erste.
Boah, das Auto ist gut auch schnell. Wenn du hier rausfliegen solltest, dann bist du draußen. Ja, ja, safe. Kommst also, du da überhaupt durch, Bro? Ja, easy. Ich komm easy durch. Zack. Okay, ja, weil ich dich gar nicht sehe, wie du da durchfährst, ja. Oh. Was? Und jetzt guck nach hinten und. Na. Ja. Was? Alter, mein Auto fährt einfach nicht weiter. Hä, guck mal hier, komm ich hier weiter? Wie weit kommst du denn? Nein, ich komm nicht da weiter, kommst du auch nicht weiter. Schade. Nein! Ich dachte, das Auto ist gut in Müll damit, Leute. So, du dürfst jetzt aussuchen, welches Auto ich als nächstes fahren muss. Du musst als nächstes mit dem Lambo fahren. Mit dem. Oh, ich glaube, Lambo ist auch nicht gut für die Challenge, Leute. Naja, ist egal. Wir hauen erstmal weißt die ganze Schlecht. Ich nehme auch Lambo. Lambo gegen Lambo. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Obwohl ich eigentlich den besseren Lambo habe. Dann machst du es jetzt ziemlich risikoreich, ne? Ja, ich riskiere es einfach. Warum nicht? Okay, Bro, dann komm direkt hier neben mir. Nicht schon mal hier hinten. Nicht, dass du schummelst, Bro. Ich hab dich doch hier in den Augen. Ich schummel nicht. Ich gebe jetzt sowas von Gas. Guck mal hier. Oh, da war Wasser gewesen jetzt. Da war ein bisschen Wasser, ne? Ein bisschen, aber. Komm. Und. Nein! Ey, Leute. Auf Wiedersehen. Bro, das kann doch nicht sein! Ich kann. Wie, als ob du wieder verkackt hast? Ey, Bro, das kann nicht sein. Ey, das ist schon bei der zweiten. Der bleibt einfach stehen. Ey. Oh, okay. Nicht schlecht, SU. Mal gucken, ob ich das auch noch schaffe, Stani. Guck mal, 30er Point. Ja, ich guck. Oha! Hey, warum ist der Lambo so stark? Ich komm durch. Okay, fahr mal weiter, aber das nächste schaffst du niemals, Bro. Das nächste ist zu schwierig. Nein, ich komm nicht durch. Oder? Na, schade. Nee, ich komm nicht. Ah, Pech gehabt. Okay, jetzt, Leute, es geht weiter mit einem Random Vehicle Battle. Ein Random Vehicle. Oh nein. Okay, jetzt gucken wir, was ich bekomme. Random Vehicle. Hey, ich glaube, das wird ein. Ey, Punkt das kann doch nicht sein. Das ist nicht dein Ernst. Was ist ey, das? Ey, du bist halt denn? So schnell. Wie viel Multiplayer hast ja, du? Ja, ich könnte. So, ich habe gar keinen Multiplayer drin. Bist du doof? Ja, hä? Ich auch nicht. Ja, das ist so ein Massaker. Okay, jetzt war hier wieder kein Wasser gewesen, Leute. Komm mal. Ich fahre 80, Bro. Du sagst, ich hab Oh. Ich komm gar nicht voran, ich bin lahm und Schnecke gerade mit dem Auto. Ja! Und hey, Bro! Stani. Auf Wiedersehen. Du hast Multiplier drinne, Junge! Guck mal, wie der da durchballert, Leute! Easy peasy. Oh. Jetzt bin ich echt gespannt, Leute. Schaffe ich 40 Punkte? Boah, 40 komm, und schaffst du nie mal. Was? Was? Ja! Nein! Kannst du noch fahren? Nee, ja, ne? Ich komme nicht weiter. Ja, oh, dann ist kaputt, Auto ist kaputt. Aber fast geschafft, Alter, das wundert mich. Krass, Leute, ey. Ich habe hier wirklich die ganze Zeit diese Müllautos am Start. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, da SU hier wirklich die ganze Zeit weiterkommt, dürfte er jetzt wieder ein Auto von mir auswählen. Mann. Weißt du was? Ich will mal ein bisschen nett sein. Du darfst jetzt auch mal selber. Darf ich den hier? Ich will den nehmen, ich will den nehmen. Aber jetzt weiß ich, was du nimmst und ich kann countern. Und deshalb entscheide ich mich für. Nein. Ich versuche mal hier mit dem Hot Wheel Auto hier zu fahren. Vielleicht mit den Hot Wheel. Ey, aber Leute, ich habe mich schon so getäuscht in den Autos. Deswegen, ich. Oh mein Gott, der ist stark. Wow, ist der stark. Ey, Leute, damit werde ich richtig weit kommen. Essi, du hast keine Chance. Ist das dein erster Punkt, Stani? Das wird mein erster Punkt sein. Okay, Essi schafft es auch locker. Hier, schnell durch. Oh mein Gott, Gas locker, Bro. Und, wow, easy. Oh, auch locker, okay. Auch locker, easy peasy. Hier nochmal. Hier wird es, glaube ich, kritisch für mich. Ey, Leute, so locker durch. Oh mein Gott. Oh, was? Ich hab's geschafft. Okay. Und jetzt? Oh mein Gott. Was? Du hast es geschafft? Oh mein Gott. Bug. Komm. Ja. Ja, nein! SU bleibt stehen, Leute. Ist das erste Mal, dass wir hier 40 geschafft haben? Ja, zum ersten Mal. Ich guck mal noch, ob ich weiterkomme, Leute, mit dem Auto. Oh, oh mein Gott! Bro! Ich hab's geschafft! 50 geschafft! Vielleicht schaff ich's noch weiter, Leute. Ich guck. Aber ich glaube, hier ist vorbei. Hier ist. Oh. Nein. Auto ist aus. Schade. Hätte ich nicht geschafft, Leute, aber das Auto war echt stark gewesen. Damit haben wir einen neuen Rekord geknackt hier. Leider so geht's jetzt weiter mit einem Random Vehicle, Bro. Genau, und weißt du, wie wir das jetzt machen? Wir werden es tauschen. Hier ein Auto und du spawnst für mich ein Auto. Machen wir das so? Ja, so werden wir das machen, Bro. So, okay. Leute. Ich spawn das. Nein, ey. Ich spawn für dich so ein gutes Auto. Und du kriegst. Nein. Oh mein Gott! Bro, du kannst darüber schweben einfach. Wie geil. Bro, Leute, was hab ich denn? Essi, du bist ein absoluter Ehrenmann. Nee, oh, was ist das für ein Auto? Aber wenn du ins Wasser fallen solltest, bist du draußen. Also selber schon fahren. Ja, ich fahr langsam.
Ey, du wirst nie, also wenn du eine Chance hier gegen hast, dann... Boah, ich bin echt gespannt, aber der fährt die Kurven doof. Das muss man sagen, ne? Was machst du, wenn ich dich rauskicke? Ich habe einfach hier so ein Auto. Ja, ey, das Rauskicken ist nicht erlaubt. Ja, guck mal, hier locker rüber. Easy. Auch locker, SV hat es auch locker geschafft. Jetzt nochmal Gas geben. So, jetzt bin ich dran. Gummi. Oh mein... Nein. Oh, Leute, das war knapp. Was, du hast auch geschafft? Ich hab's auch geschafft. Okay, den nächsten fährst du jetzt. Los. Den nächsten fährt SV vor. SU! Nee, schaffst du nicht. Nein, easy. Okay, Leute. Jetzt muss ich hier bei 40 rüber, wo SU gerade gescheitert ist. Und, guck mal, SU, guck mal. Was? Bro. Als ob du da easy rüber schwebst. Ich leite hier einfach rüber. Nein! Ist egal. Ist egal, Bro. Ich hab... Bro, du hättest bis zum Ende kommen können. Das hätte mir nochmal 2 Punkte gegeben, ne? Ich weiß, aber ich hab gewonnen. Die Challenge. Ja. Also die Dings habe ich gewonnen. Und deswegen, alles gut. Ich habe zwar nicht bis zum Ende geschafft, aber Leute, ich habe da noch ein paar Joker da. Du dürfst jetzt hier den i8 auswählen. Du nimmst den i8. Oh, schönes Auto, und Leute. Und ich werde hier, Leute, mein kleinen Trucky nehmen. Fahr ruhig vor, ich guck hier, was du machst. Weil ich ich sag dir ehrlich, ich könnte vielleicht mit Schnelligkeit punkten, aber du wirst mit deiner niemals, Höhe punkten. Niemals. Bro, guck mal, du machst doch selbst hier schon bei der kleinen Pfütze schlapp. Denkst du das? Guck mal, hier nochmal Gas geben. Zack, easy. Was? Und kein Problem für mich. Okay. Hier schaffe ich das vielleicht auch, indem ich hier einfach nochmal Gas gebe und... Für mich war es auch kein Problem. Kein Problem. Aber... Ey, guck mal, wie ist das Wasser fast weg? GG. Durch Warum? Die Wellen, weil die Wellen gerade wenig waren. Und tschüss. So, SU. Ja. Oh, oh. Ja. SU, weg. Ich hab's geschafft, locker. Ich kann's auch, glaube ich. Ich kann noch fahren. Kannst du noch fahren? Ich kann nicht mehr fahren. Ich mach raus. SU hat es nicht geschafft, Leute. Und ich glaube, ich werde jetzt hier noch extra Punkte holen und dir ein Auto wegwerfen. Dass du ein Auto wegwerfen musst. Oh mein Gott, Leute. 50 locker geschafft. Oh, jetzt. Ey, Bro, ob ich das jetzt schaffe, ich weiß nicht. Ey, das ist krass, Leute. Das ist zu tief. Das ist zu tief. Oh. Oh mein Gott. Nein. Schade, Marmelade, Bro. Ey, wäre ich hier durchgefahren bei 60, Leute. Das wäre zu krass gewesen. Okay, aber die Runde ging wieder jetzt an mir, SU. Und jetzt darf jeder 3 random Vehicles spawnen und eins davon aussuchen. Mein erstes random Vehicle, Leute, ein Police Car, okay? Nö. Oh! Nee, das ist richtig gut. Bro, das ist, glaube ich, nehme ich auch. Auch nicht schlecht, aber ich habe... Okay. Ich weiß, welches ich nehme, Bro. Ich weiß, welches ich nehme. Bist du gespannt, was ich bekomme? Die weg und ich nehme das hier, Bro. Ich nehme das Ding hier. Ja, nimm das. So, jetzt dürfst du deine 3 random Vehicles spawnen und eins aussuchen. Und zwar mein erstes Auto ist... Bam! Okay. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Und... Oh, nein! Okay, SU, ich fahr dann mal los, ne? Ja, gib mal Gas. Ja. Ich guck dir auf jeden Fall zu, dass du hier nicht schummelst. Also, ich glaube, Leute, diesmal könnten wir... Ich weiß, ich glaube, die Karre ist echt gefährlich. Vielleicht damit bis zum Ende durchballern sogar. Wow. Starke Probe. Ja, hier, Leute, 20 Punkte locker. Ich fall runter. Ich bin so ein Idiot. Ich fall runter. Das meinte ich mit den Kurven. Guck mal, Leute, das Auto ist so stark, Junge. Das Auto ist richtig stark. Oh mein Gott, ich glaube... Oder, Leute. Ja, er fährt doch. Was? Bro! Oh mein, ich schaffe durch 50, Bro, niemals. 50 schaffe ich, glaube ich, nicht, ne. Doch. Doch. Nein, bitte nicht. Doch. Doch! Als ob du da durchkommst. Nein, schade. Knapp, Leute, knapp. So, ich bin hey, SU, Junge! Alter, jetzt, ich fahr vor jetzt hier, so. Let's go. Ey, guck mal, wie langsam du bist, hä? Ich bin halt richtig langsam, aber ich komme easy durch. Unterschätzt das Auto nicht. Ja, oha, Leute, sag ich echt, dieser M8 hier, der ist übelst schnell. Guck mal hier, locker durch. Locker. Und Konzentration hier durchs Wasser. Mal. Kommt erst wieder durch. Oha, aber... Zack. Bro, hä, deine Karre ist schon schnell. Richtig krass durch, Bro. Ich komme auch richtig locker durch. Also für mich gar kein Problem. Hier 40 Punkte, Leute, 40 Punkte. Let's go. Ja! Ja, ich komme auch durch. Hä, du bist ja wirklich easy durch. Ich bin wirklich easy durch. Okay, fahr, los. Schaffe ich das hier? Was? Ich komme gerade hier durch. Oh mein Gott, Stan, ich hole mir den Sieg. Na, Alter, Leute, hier auch nochmal durch? Was? Nein. Ich bin runtergefahren, ich hätte das sogar geschafft. Du bist daneben gefahren.
Ja, Mann. Och, Mann. Oh, SU hat dich geschafft. Okay, nicht schlecht, Bro. Nicht schlecht. Aber ich hab ja auch noch, guck mal, Leute. Das ist ein Mars-Auto und damit wird auf Mars rumgefahren. Damit werde ich doch wohl durch das Wasser hier schaffen, ey. Sag ich euch ehrlich. Wo bist du, SU? Ah, da bist du. Ich bin hinter dir. Welches Auto nimmst du jetzt? Sagen, ich nehme hier mein Cars-Auto. Ich glaube an mein Cars-Auto. An mein Cars-Auto. Okay, gut. Welches soll ich nehmen? Du kannst aussuchen. Ich würde mal sagen, du redest doch die ganze Zeit von deinem Mars-Auto. Dann nimm doch das Mars-Auto. Oh, da mein Gott, okay. Das war eine falsche Wahl, Bro. Nehme ich dieses Mars-Auto. Guck mal, wie krank das aussieht. Wow. Es ist zwar langsam, aber... Oha. Ja, okay, es ist nicht so langsam. Fahr mal mit deinem Cars-Auto da. Ja. Bro, dein Cars-Auto ist doch nothing special eigentlich. Mein Cars-Auto heißt auch Dinoco. Das ist einfach Dinoco, der echte. So, oh, schnell hier rum, Leute, um die Kurve. SU... Schaff's locker. Ich schaff's. Wasser? Guck mal hier, Leute. Wasser. Schaffst du es eigentlich? Ich hab's locker geschafft. So, ich bin direkt hinter dir. Ich fahre hier nochmal durchs 30er-Feld. Nein! Aber ich schaff es noch ganz knapp. Was? Nee, Bro. Also, ich bin stehen geblieben hier mit meinem Drecksauto. Mann, du. Aber dein Cars-Auto wird nicht mal die 40 schaffen, ja, Bro. Das war Nein, das war ja nichts gewesen. So, SU, jetzt werde ich meine drei random Vehicles spawnen, wo du dir einen aussuchen darfst. Boom. Okay, dann spawn das ist mal. Das ist dein erstes random Vehicle, Bro. Nein. Ein Einkaufswagen. Nein. Geil, Mann. Nein, Bro, was gebe ich dir da für Autos? Ey, Bro, ich geb dir ja die absolut krassesten Autos. Bro, warum bist du so korrekt auf einmal zu mir? Ey, das gibt's doch nicht. Ich sag dir ehrlich, ich tu mir gerade schwer mit der Entscheidung. Entweder nehme ich das Weiße hier oder dieses Bunte. Ich glaub, nimm doch den Einkaufswagen. Ich nehm das Mittlere, komm. Ich nehm das Mittlere. Nein, okay, Bro, jetzt spawn noch meine Autos. Meine drei Autos. Bist du bereit, Stani? Ja, ich bin bereit. Du kriegst auf jeden Fall erstmal... Nein. Danke, Bro. Damit komme ich bis zum Ende, Leute. Okay, das wirst du eh nicht nehmen. Okay, mach nochmal. Das dritte. Du kannst auch im Auto sitzen bleiben. Was hier? Ja, ich dachte, vielleicht kommt so ein Riesenflugzeug, deshalb wollte ich das nicht machen. Du gibst ja, aber ich sag dir, ich bin hiermit zufrieden, ich nehme das Auto hier. Safe, das wird auch wahrscheinlich der Sieg für dich dann sein. Guck mal, so ein Solarbetrieb. Boah, der ist sogar relativ schnell, Bro. Ich fahr schon mal los, ne? Schon mal los, Bro. Hau rein, SU. So, Leute. Wie weit werden wir mit diesem Monster kommen? Ich hoffe... Aber ist dein Panzer schnell oder langsam? Ich bin wirklich gut schnell, Stani. Ich hätte nicht damit gedacht, dass das gerechnet, dass das gut also schnell ist. Also 20 Punkte locker. So, 30 Punkte, glaube ich, werden wir auch noch locker machen. Ja, guck mal hier, Leute. 20, locker. Easy. Einmal durch. Bro, ich komme hier locker durch. 40 wird jetzt sehr interessant wieder werden. 40. Locker. Was? Locker! Nein. Let's go, da bin ich gespannt, ob du schaffst. Da guck bin mal, ich wirklich mal, gespannt. Guck mal, ich gebe Gas und. Wow. Was? Ich hab's geschafft. Bro, das Ding ist ja überkrass. Soll ich jetzt den nächsten machen? 50er Ja, fahr, ich bin direkt hinter dir. Boah, nein, ich hab gehört, wie das Auto einfach ausgegangen ist. Schade. Ja? Oh mein Gott, Bro! Nein. Bitte keine zwei Punkte, bitte nicht. Oh, komm. Leute, schaffen wir es bis zum Ende? 60? Und. Ja, Auto läuft doch. Was mache ich hier? Nee. Boah, ey, 60, Bro. Wie soll man 60 schaffen mit was für ein Auto? Ich check's nicht. Leute, okay, ich habe jetzt den Punkt bekommen. SU, hast du nur noch ein Auto, SU? Ich habe nur noch ein Auto. Oh mein Gott, ja, dann nimm dein eigenes Auto, was du da hast. SU, ich nehme das Auto auch. Wir fahren jetzt beide mit dem Auto. Und dann... Musst du nämlich, weil du kein Auto mehr hast, musst du ein random Vehicle nehmen und kriegst Minuspunkt. Ganz einfach. Nein, warum tust du mir das an? Boah, ich bin gespannt, wie weit kommen wir mit diesem krassen Auto hier? Wie krank ist das Auto? Bro, das wird so wild. Wir kriegen beide zwei Punkte, ne? Also wenn jetzt keiner von uns irgendwie verkackt und runterfällt, kriegen wir vielleicht beide zwei Punkte. Locker, Alter, das Auto ist zu stark, ich sag dir echt. Das ist zu stark. Bro, ich glaube. Ich frag mich, was im Ziel sich befindet. Ich glaube, damit kommen wir bis zum Ende. Ich sag dir ehrlich, oh mein Gott! Bro, im Ziel gibt es 100.000 GTA-Dollar. Million meine ich, 10 Millionen waren das. Bro, guck dir das an. Oh mein Gott. Richtig, ich hab's geschafft. SU? Okay. Jetzt fahr du mal vor, ich bin gespannt. Ich muss hier Anlauf nehmen, Leute, ich nehm hier richtig Anlauf. Komm, und. Was? Ja! Ich werd's auch schaffen, wenn SU das geschafft hat. Let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, okay, okay, ich hab's doch hinbekommen, SU. Ey, da ist ein Bootfahrer hier. Guck mal, was macht der Typ da? Der ist da kommst du niemals durch. Ich sag dir ehrlich, da kommen wir niemals durch. Das schaffen wir nicht. Guck mal, der Bootfahrer will hier durch. Was? Nein. Was? Nein. Was? Ich kann nicht lenken. Bro, du hast es geschafft. Okay, jetzt bin ich dran, SU. Du hast es geschafft, also werde ich es auch schaffen. Let's go. Ich bin gespannt, ob du so gut fahren kannst. Nein. Schaffst du das? Nein, ich hab's nicht geschafft, Bro. Oh nein, okay, nice. SU hat es geschafft, Leute. Aber gucken, wie ich vielleicht noch bis zum Ziel ich komme? Will noch sehen, ob du es vielleicht bis zum Ende schaffst, Bro. Okay, zieh Bro, durch, hier, komm. Und let's schaff. Boah, ey, wenn SU das Ziel schafft, Leute, das wäre zu krass. Bro, ein bisschen daneben, würde ich mal sagen. Nein, tja, das Ziel hast du auch nicht erreicht. So, SU, ich habe jetzt noch ein Auto und ich muss jetzt ein random Vehicle spawnen. Und das entscheidet, wer hier gewinnt, Junge. Okay. Nein. Oh, das könnte aber interessant Bro, werden. Bro, ich sag dir ehrlich, ich glaube sogar, du hast ein besseres Auto als ich hier. Das ist ja nur so ein kleines Quad, Alter. Bro. Vielleicht kann meiner ja gut schweben, aber der ist relativ... Oh, meiner ist schnell. Du bist schnell. Ich Alter, ich bin sehr, sehr schnell, Leute. Also ich bin zuversichtlich, dass wir hiermit weit kommen werden. Ja, locker durch, locker. Stell mal vor, damit kommst du ins locker, Ziel rein. Bro. Das wäre krass. Das wäre wirklich wild, Bro. Bro, wenn du das schaffst, dann... gebe ich dir alle meine Punkte, dann hast du gewonnen. Leute, auch locker geschafft. Niemals schaffst du das, niemals. Jetzt. Die hier muss ich schaffen, Leute. 40, 40. Ja. Nein, ich hab's nicht, Bro, ich hab's nicht. Du bist jetzt dran, ne? Jetzt bin ich dran, 40, 40, du komm. Du bist dran, ne? Gib Gas. Schaffst du auch nicht. Ich sag ehrlich. Bro, ich bin weitergekommen. Ich hab gewonnen die Challenge gegen SU. Junge, endlich mal die richtigen Autos für euch. Ihr Clowns, Alter. Ich glaub's da nicht. Alter, weg. Pass auf, ich bin jetzt hier der beste Clown. Wie kann das sein, Junge? Wer ist denn da vorne? Weg mit euch beide. Tschüss. So, ich fahr aber weiter. Mit meinem Clowns. Das ist ein krasser Clowns-Parcours. Wir müssen auch hier über solche Sachen rüber von so. Bro, wir müssen zu Pennywise fahren, den Oberclown. Ist halt echt so, ne? Oh. Ey, sag mal! Oh mein Gott, ich bin Digga, so perfekt! Er schießt. Bro, ich komm er so gut! Schießt einfach auf mich, Bro. Alter, ich bin so gut! Ich dachte, wir sind Clowns-Brüder! Oh mein Gott! Ja, ich kann mich den Clowns-Anführer nennen! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das Auto ist so Müll, was wir hier fahren! Ey, guck mal, hier sind so Greenscreens und so wie Filmstudios! Ist halt echt so, als würde man hier Clowns einfach irgendwie aufnehmen oder so, ne? Boah, ich muss jetzt hier rein, Leute! Oh mein Gott, hier ist so lange kein Checkpoint! Oh mein Gott, hier ist so lange kein Checkpoint gewesen. Und ich habe den Checkpoint. Oh mein Gott, ich werde euch jetzt so holen. Ich werde euch jetzt, ihr werdet heulen. Oh mein Gott, mein Platten reiten. Ja, Brox, da was geht ab, Bro. Sag dir, meine Nase ist stärker. Oh, du driftest aber ganz schön runter, Bro. Bitte nicht. Doch, Bro. Nein. Ey. Oh mein Gott, nein. Lass MBK in Ruhe! Ey! Junge! Was? Bro, was hast du da gemacht, MBK? Ja, ich bin durch gewesen und dann hat er mich mit dieser Alien-Waffe abgeschossen. Ja, Brox mal wieder, ey. Ganz klare Sache. Ich weiß gar nicht, was ihr meint, Digga. Das Ding ist voll easy. Das ist voll easy, Bro. Hä? Hier ist eine Badewanne. Ja? Eine Badewanne, Digga. Bro. Einfach eine. Oh. Das ist voll geil, der Rest war dir. Oh mein Gott, vorsichtig über die Badewanne rüber, ne? Oh Gott. Eine Badewanne, Junge, das sind Tassen. Nein, das ist Badewanne, Bro. Das sind Clowns-Badewanne. Das ist von einem verlassenen Freizeitpark, die Tassen. Nein! Ding ist, das Schlimme ist, man kommt da so random rüber, dass man. Ey, oh, was? Was ist das denn jetzt? Ich häng da drauf. Jungs, bitte, ab Gnade. Guck mal, wann jetzt endlich ein Checkpoint kommt, ne? Warte. Ich mach auch mal den Rückwärtsgang hier. Jungs, ab Gnade, Digga. Ich helfe dir. Warte. Helf ihn nicht. Na klar, helf mir doch, Digga. Ich bin dein Bruder. Natürlich helfe ich dir. Oh mein Gott. Digga, so ein Assi. Oh mein, okay, das war echt. Das ging zu weit, sag ich ehrlich. So ein Assi, Digga. Oh mein Gott, schnell. Okay, das geht. Nein, und das ist ja richtig schwer hier mit den Tassen. Wer ist denn der hier gleich durch ist? Das ist Philipp. Wehe, MBK, greifst du mich jetzt an? Wehe. Ich zeig dir, was stark ist. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich bei dieser einen Tasse einfach mal runterfalle. Guck mal, ich komm nicht. Bist du echt runtergefallen? Ey, guck mal, was ist das hier für eine Tasse, Junge?
So, so, hier links, rechts, Junge, links, rechts Kombination. Jetzt über die Tasse rüber wieder, zack, über die Tasse rüber, let's go. Hier. So, ey, ich bin da. Ja! Nein, nein, nein. Oh mein Gott! Ich bin da unten. Hands up! Digga, in der Luft da abgeschossen. Ja! Ja! Er hat ihn aber. Ja! Ich dachte gerade, der Scheiß. Ich hab den Checkpoint bekommen, Junge. Ich bin auch direkt weg. Was ist das denn hier? Bürsten rüber, Digga. Unser Auto war schon von unten. Ja, das macht der Pennywise auch immer. Und hier die Garage von Los Santos Customs einfach, die Tür. Ey, arbeitet Pennywise nicht in der Waschanlage? Ich glaub schon, Digga. Ich glaub auch. Guck mal, dass du mich so trollen wolltest, ne? Hier. Bro, ich hab mein Auto gehabt. Ey, das Ding ist. Ich park ihn einfach hier. Jungs, man muss hier übel schnell rüberfahren, fällt mir gerade mal auf. Digga, jetzt häng ich hier fest. Ich häng hier auch fest. Wieso? Guck mal. Ah! Oh mein Gott, Leon will wieder schummeln. Ey, man muss hier richtig schnell rüberballern. Guck, so zack, 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 zack. Jetzt stehen da zwei Autos im Weg. Oh mein, ey. Ich entferne die Fälle. Das war schon. Das ist, ey, ne? Ich sag dir ehrlich, Bro. Ey! Bro, die Explosion bringt mich so aus dem Konzept. Ja, danke für nichts. Okay. Ey, was macht ihr da? Ich hab nicht mal mein Schirm. Ich auch nicht. Ohne Spaß, was ihr da macht. Ehrenlos. Ehrenlos. Okay. Philipp schafft das auch. Guck, jetzt schafft Philipp. Let's go. Ich meine, nur Rentner verkacken dreimal. Weg Let's damit! Alles entspannt, Jungs. Weiter geht's. Weiter geht's. Speed, du brauchst Speed, Bro. Du brauchst Speed. Du brauchst Speed. Ja, brauch echt Speed. Okay, kein Problem. Oh, Bro, wir müssen hier auf dem Flugzeug fahren. Was ist das denn? Yay. Was? Oh, Mann. Nö. Oh Gott. Bro, wie hast du das gemacht? Hä? Hä, Bro, wie hast du das gemacht? Warte, ich muss hier an den Passagier vorbei hier. Ja. Lieber doch mal zurückfahren. Ja, Bro, ich kann nicht zurückfahren. Ich muss zurückfahren. Ja, ein bisschen fahr. Geht nicht. Irgendeiner von euch nimmt's leider mit. Ja. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, Bro. Ganz vorsichtig, jetzt müssen wir wieder mit Speed rüberfahren. Da musst du ganz vorsichtig lenken. Oh mein Easy, Gott. Easy, Jungs. Junge, was ist das? Easy. Oh. Oh. Ey, jetzt müssen wir Boot fahren, Jungs. Was? Ja, einfach Schlauchboot fahren. Hä, das ist bei dir auch verschiedene Farben? Ja, ja. Ey, das war der Clown-Armee. Das war der Clown-Armee, die färben das mal ein. Digga, wow, wer ballert denn da durch mich durch? Alter. Danke, Jungs, korrekt. Nein, ich fall mit runter. Oh mein Gott. Okay, okay. Danke, Bro, danke. Kein Problem, gern geschehen. So, jetzt hier. Sag mal, muss ich hier den Ding anzugeben? Ey, Hackfest, jetzt hängst du fest, was hast du noch, Mann? Jetzt hängst du fest. Nein. Bitte. Ey. Kanni. Ey, bitte kick Leon runter. Bitte kick ihn runter. Auf was hoffst du, Bro? Auf was du hoffst, frag ich dich. Danke, Digga. Was machst du denn? Was mach ich? Ja, ich hab den Checkpoint bekommen. Stark, Bro, stark. Ganz stark. Shani, bitte. Bro, was ich helfe dir, ich helfe dir. Oh mein Gott. Hier, ich helfe dir. Nein. Ich helfe dir, Shani, ich helfe dir. Alles entspannt. Und Ehre, oha. Ehre. Sehr gut. Oh. Keine Hilfe diesmal. Ich hätte nicht auf die Kurve. Du siehst, ne? Leon, er braucht Hilfe! Ja, yeah, ich brauch auch Hilfe! Ey, ich brauch Hilfe, danke! Juhu! Ich steig nicht rein! Willst du bei mir einsteigen oder was? Aua! Was ist das denn hier mit den Aliens? Weg mit dir, Junge! Ey, was? Oha! Hä? Alter! Da ist aber ein. Hä? Ey, Jungs, habt ihr das gemacht? Ja, Ehre. Hä? Wo muss ich jetzt lang hier? Ey! Ey! Ja? Ich muss hier lang. Ich muss. Ja! Danke, Bro! Danke, was? Bro! Nein! Schieß mal hinten drauf! Nein! Du Ehrenloser! Ah, jetzt! Geht nicht, ich häng fest! Ja! Ich hab's. Boah, was ist das denn hier? Danke. Oh Gott, das ist hier irgendwie. Oh mein Gott, hier ist kein Checkpoint! Nein! Oh, hey. Oh mein Gott, kein Checkpoint, Jungs.
Okay, muss man echt aufpassen, Jungs, ne? Nein! Oh. Oh mein Gott. Hey, bitte, warte, guck mal. Ich hab dir Schwung gegeben. Nein! Ich hab dir Schwung gegeben. Alles, oh mein Gott, ich bin immer noch kein Checkpoint, Digga. Ey, das ist zu heavy gerade, ne? Nein! So. Ich geb dir einen Schwung. Nein, oh! Oh, war gut. Man schafft es auch gar nicht allein, oder? Kann das sein? Ich geb dir die ganze Zeit an Schwung wie so ein kleines Baby, Alter. Ja! Ey, bitte nicht, Digga. Geh die runter! Bitte nicht. Jungs, ja. Jungs, ich bin so kurz vom Checkpoint. Nein! Ihr seid so assi, Digga. Ich hätte sie gegönnt, Bro. Ich hätte sie echt gegönnt. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oh mein Gott, das ist richtig eng. Aber wenn man einmal die richtige Kurve hat, Bro, dann schafft man es im First Try. Was? Oh mein Gott. Bro, wie hoch wir sind. Nein! Ey, bitte, es ist mein First Try. Nein! Ich hab's auch im First Try. Einmal gegönnt. Ah, guck mal, was bei mir hier ist. Ja, guck ihn an. Hallo! Jetzt reicht's mir. Das ist doch echt so ein First Try Ding, ne? Was, First Try, Junge? Och. Ja, wir haben beide First Try. Ja, war nicht aus dem Auto. Hallo Jungs! War weg mit dir, Jungi! Ey! Was? Alter! Aua! Ey! Haut rein, Jungs. Ey, wir haben. Jungs, ich hab. Ich hab den geflogen! Ey, das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ey, ich bin daneben geflogen! Was? Ich hab. Diese Teile, Alter, das ist so schwierig. Ich mach mich so fertig. Wie kann man daneben fliegen, Digga? Ey, ich check's doch auch nicht, wie ich daneben fliegen kann. Wo ist das? Ja! Ey, das gibt's nicht! Das gibt's nicht. Ich war Erster gewesen. So ein Ding war das. Ich wollte nur sagen, wer hier als letztes reinkommt, ist ein Clown, ne? Ey, du bist der größte Pennywise-Clown. Oh mein Gott, kommt der nicht vorüber. Ja! Ey, das gibt's nicht. Bro, ich bin daneben geflogen, weil ich zu schnell war. Jetzt bin ich Letzter. Manu. Hallo. Ey, Laura, wie geht's dir? Alles gut? Ja. Danke, dass ich dabei sein darf. Mir geht's sehr gut. Ja, kein Problem. Ich hab gehört, du bist ein Profi in GTA. Kann das sein? Ja, das stimmt, ja. Aha, okay. Dann werden wir das jetzt mal testen hier in der Container-Challenge. Das Erste, was wir machen, um natürlich herauszufinden, welche Autos wir auswählen dürfen. Also dürft ihr dann gleich eine Seite auswählen. Aber ihr seht's, Freunde, hier einmal diese Seite und einmal diese Seite. Welche findest du besser? Ich finde die Seite hier besser. Okay, ja. Also Leute, ich sag euch ehrlich, hier sind überall auf beiden Seiten richtig kranke Autos. Also ich bin schon gespannt, welche Seite wir bekommen. Als Erstes müssen wir jetzt erstmal ein Random Vehicle spawnen. So, ein Random Vehicle. Oh, nicht schlecht, muss ich sagen. Okay. Jetzt spawn jetzt mal dein dran, Random ja. Vehicle. Ein Boot! Oh nein! Das Boot kannst du direkt mal löschen. Du kannst noch ein neues Auto spawnen, weil Boot zählt natürlich nicht. Let's go. Okay, und? Oh mein Gott, einen sehr guten Truck. Okay, jetzt geht's. Wer weiterkommt, ich fang an. Let's go. Und wie weit kommen wir, Leute? Ja, guck mal hier, locker 10, 15, 20, locker. Oh mein Gott. Bis 25 habe ich es geschafft. Let's go. Okay, Laura, jetzt bin ich gespannt, wie weit du kommst mit deinem Auto. Okay, ich würde mal sagen, let's go. Aus. Und der Gewinner kann sich das Auto aussuchen, ne? Denk dran, die Seite aussuchen. Oha. Vorsicht, 20, Vorsicht, 25. Vorsicht. Was? Was? Oh mein Gott, bis 30. Okay, du kannst dir die Seite aussuchen, let's go. So, Laura, also nimmst du jetzt deine Lieblingsseite oder was? Lass mich überlegen, die Seite. Guck mal oder? Hier, Leute, was hier für krasse Autos sind. Was ist das denn hier von Was Kass? Ist das denn? Damit verliere ich ja. Aber vielleicht ist es krass, ich weiß nicht, kann ja sein. Ich nehme die Seite. Also hier. Nimmst du die Seite. Okay, jetzt dürfst du dir als Erstes ein Auto aussuchen und du dürfst dir aussuchen, welches Auto ich fahren muss. Weil, welches ich nehme das hier. Du nimmst das klein Smart hier. Oh, der passt voll gut zu dir, muss ich sagen. Okay. Danke. Welches Auto darf ich fahren? Leute, ich finde die Seite ist viel besser. Das Auto hier. Welches? Ein Ferrari, oder? Der geile ist Ferrari. Das ist kein Ferrari, oder? Das ist Lamborghini. Du weißt doch, ich habe auch ein Lambo. Soll ich dich damit mal abholen? Okay, oha, Leute. Oha, okay. Dann komme ich mal mit Lambo vorbei. Gar kein Problem. So, ich fahr, du fährst als Erstes, würde ich sagen. Aber ich glaube, du verlierst mit dem Smart. Okay, du kannst losfahren. Ich bin gespannt. Zeig mal hier, was du drauf hast. Okay. Hey, das ist voll schlecht. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Anlauf genommen. Okay. Weiter als gesagt. 25, oh, was machst du da? Okay. Oh, das war 27. 26. Okay, ich habe 27 gesehen, aber wenn du sagst 26, dann ist alles gut. So, jetzt fahre ich mit dem Lambo. Let's go, Freunde. Werden wir weiterkommen? Ich glaube, der Lambo kommt viel, viel weiter. Ich bin mir eigentlich relativ sicher.
Guck mal, Leute, guck mal. Oh mein Gott. Ja, okay. Zwar nicht so gut wie das erste Auto, aber wir sind relativ gut gekommen und weiter als Laura gerade. Let's go. Wir können jetzt aussuchen, welches Auto Laura als nächstes fahren muss. Wir haben den Erstpunkt für uns gemacht. Haha. So, erster Punkt geht an mich, Laura. Was sagst du dazu? Wir sind viel weitergekommen mit dem Lambo. Ja, aber dein Auto war auch besser als meins. Ja, du hättest ein anderes Auto auswählen können. So, du... Oh, Leute, wollen wir ihr schon das kleine Auto geben? Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu gemein. Du nimmst jetzt... Cybertruck. Aber ich will, guck mal, das hier übelst die Schrottkarre, Leute. Ich will, dass du hier dieses Auto hier nimmst. Oh nein. Ja, das nimmst du. Und Leute, wir werden diesen fetten Oldtimer hier nehmen. Guck mal, wie lang der ist. Ich glaube, der wird richtig weit fahren. Alter, oh mein Gott, dieser Oldtimer ist, glaube ich, krass, Leute. So, ich muss richtig viel Anlauf nehmen. So, warte mal. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du fängst okay, an. Okay, ich fange an, Leute. Let's go. Boah, der ist aber langsam. Aber guck mal, wie... Oh mein Gott, der ist extrem lang. Okay, locker 20. Oh, nein! 21 war das nur. Oh nein! Der Ultima war richtig schlecht gewesen. Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass das Auto daneben einfach ein bisschen schlechter ist als unser Auto. Okay, Laura, du hast jetzt gute Chancen hier... Hier einsteigen, das wird den Punkt für dich zu machen. Aber ich glaube, das wird nichts. Gib Gummi jetzt einmal hier, komm. Und los geht's. Los geht's. Okay. 1, 5, 10, okay. Oh 20? Mein Gott, was? Okay. 20, Leute. Du bist weiter wie ich auf jeden Fall, du bist weiter wie ich. Jetzt gibt's aber eine Random Vehicle Challenge wieder. Und zwar, wir spawnen jetzt zwei Random Vehicles. Und ich darf eins aussuchen, was ich dir geben darf. Ich fange an. So, mein erstes Random Vehicle. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn? Ein fetter Formel-1-Wagen. Aber mal gucken, welchen ich dir gebe, Laura. Oder ein Motorrad. Motorrad ist, glaube ich, auch nicht schlecht. So, jetzt spawn du mal deine zwei Random Vehicles okay. Für mich. Was? Das Bürgermobil, wie krass. Holy moly. Wow. Das ist wirklich cool. Okay. So. Und? Okay. Du nimmst den Burger. Was, du gibst mir den Burger? Warte mal. Dein Ernst? Ja. Okay, dann gebe ich dir das Motorrad. Dann kriegst du nicht das Formel-1-Auto. Das hast du davon. Aber ich glaube, okay. Leute, ich müsste mit dem Burger von SpongeBob eigentlich weiterkommen. Als das Motorrad oder was denkt ihr? So, ich werde jetzt hier voll Anlauf nehmen. So, das Bürgermobil fährt zuerst. Aber Motorrad könnte natürlich auch extrem stark sein, dass das vielleicht so weit bounced. Wisst ihr, was ich meine? So, wir fahren 15 locker, Leute. 15, 2. Oha! Wow! 27, Leute. Das Bürgermobil besser als gedacht. Let's go. Junge Laura, hast du das gesehen? Ja, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Jetzt fahr du mal. Bis ans Ende fahre ich jetzt. Ja, das will ich sehen. Oh. Das glaube ich nicht. Ich muss mich vorne hochziehen. Du kannst dir sogar... Oha, was? Ja, du kannst ja. Sogar die... Aber das sieht nicht nein. Toll aus. Oh, yeah! Nein. Let's go. Schade, Laura. Ja, das war wohl verloren, würde ich mal sagen, ne? Oh Mann, ey. Tja, Pech gehabt, würde ich mal sagen. Aber du hast Glück. Wir werden direkt weiter mit einer Random Vehicle Challenge weiter starten. Und dafür werden wir jetzt wieder ein Random Vehicle spawnen. Und das, was ich spawne, bekommst du. Und was du spawnst... Oh mein Gott, guck mal, was du für ein Auto kriegst. Ah, oh nein. Okay, aber pass auf. Achtung. Ich bin gespannt. Wow, danke, Laura. Ich korrekt von dir. Let's go. Leute, Laura ist echt eine Ehrenfrau, muss ich sagen. Sehr gut, so, Leute, die Runde... Ich fahr zuerst. Ja, warte, dann steige ich bei dir ein, wenn du zuerst fährst. Okay. So, weil ich muss ja hier kontrollieren, dass du hier auch nicht schwindelst. Deswegen, Laura, gib mal Gummi. Oh mein Gott, okay, ist das langsam. Okay. Das ist ja voll lahm. Das Auto ist lang. Ja, Achtung. Das ist... Oha. Oha. Oh, okay, das war 27. Nicht schlecht. Okay, Leute, Laura ist bis zu 27 gekommen. Das ist schon echt gut, muss ich sagen. Aber ich glaube, mit diesem Polizei-AMG werde ich safe weiterkommen. Wäre das eigentlich auch so ein Auto, was du gut findest, Laura? So ein AMG hier? Ja, aber nicht Polizei. Ah, kein Polizei, okay. So, Leute, 27, 25... Was? Laura, was hast du mir für ein Schlupfwurz-Auto gegeben? Ah. Ist das dein Ernst? Punkt auf jeden Fall für dich. Das heißt jetzt wieder, du dürfst ein Auto von dir auswählen und du dürfst mir ein Auto geben. Welches Auto soll ich fahren? Okay, du musst das Auto hier nehmen. Das Auto? Ja. Du weißt aber schon, dass da hinten 1 Million GTA-Dollar sind, ne? Also falls mit irgendeinem Auto da hinten hinkommen sollten, 1 Million GTA-Dollar. Ah, ne? Gibt's. Okay. Ja, also das dürfst du nicht vergessen. So. Welches Auto soll ich denn fahren? Ja, ich weiß nicht. Nimm eins, was du willst. Ach, wirklich? Du kannst dir eins aussuchen. Ah. Ja. Nämlich das hier. Vielleicht hat das ja besondere Fähigkeiten. Boah, Leute, das Auto sieht echt krass aus, ne? Dann steig mal da ein. Okay.
Lol, guck mal, hey, du bist einfach weg. Kann ich da auch einsteigen? Ich kann da gar nicht einsteigen. Ja, okay, dann fahr mal damit. Ich bin schon eng hier drin. Das ist voll langsam. Nein, ich hab einen Turbo-Boost. Ja, okay, dann fahr mal jetzt. Ich will, Achtung, dass du nicht weiterkommst. Leute, du musst doch niemals weit fahren. Guck mal. Oh, wie einfach. Ich schaff das. Ich komm bis zum Ende. Oh nein. Du bist nicht mal bis zu 15 gekommen. Das ist ja absolut lost. Ich werde safe weiterkommen und die Runde gewinnen. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, meine Limousine wird als Joker. Und guck mal, ich habe so ein Hoverboard noch. Das wird der absolute Joker werden. Laura, das war wohl nichts gewesen, wa? Schade. Schade, ja. Schade. So, jetzt werde ich mal hier durchfahren. So, guck mal hier, 20. Ja, oh, aber zwar nicht bis zum Ende, aber locker weiter. Sehr gut, Runde geht an uns. So, jetzt nimmst du diesen Cybertruck hier. Den dürfst du nehmen. Ha. Und Leute, ich werde jetzt mein Ein-Joker-Mobil auspacken. Und zwar das Teil hier. Oh mein Gott, der sieht übelst krass aus. Ich bin gespannt, wie weit wir hiermit kommen. Eigentlich müsste er erst so rüberhabern. So, wisst ihr, ich meine, eigentlich müsste ich bis zum Ende kommen und damit mir die 1 Million GTA-Dollar sichern. Aber ich glaube, der Cybertruck ist auch nicht schlecht. Deswegen, Laura, du dürfst zuerst fahren mit diesem Cybertruck rüber. Let's go. Und Achtung. Komm, gib Gummi. Boah. 1 Million GTA-Dollar. Boah, oh, was? Was? Wow, oh, das war 28, nicht schlecht. Okay, Laura ist gerade bis zur 28 gekommen. Ich glaube, das werde ich locker schaffen, ich sage dir ehrlich. Mach's gut, du kommst nicht mit rein. Ha. So, oh, das Auto ist aber voll langsam, ich weiß auch nicht. Aber ist... Nee, das wird nichts. Ey, so schlecht. Okay, die Runde geht weiter. Aber pass auf, Laura. Es gibt 3 random Vehicles, die jeder spawnen dürfen. Und wir dürfen uns davon 1 auswählen, okay? Meine 3 Fahrzeuge sind die hier. Oh, Leute, ein fetter Bentley, Leute, gepanzert hier. Let's go. Wow! Ein Ford Raptor oder so ist das? Keine Ahnung, Leute. Und... Oh mein Gott, meine 3 Autos sind übertrieben krass und hiervon dürfe ich mir 1 auswählen. Aber jetzt bist du erstmal dran. Okay, mein erstes Auto ist gar nicht so schlecht. Okay. Oh, eine McLaren, das ist auch nicht schlecht. Okay, dann spawn mal dein letztes Auto. Ja, das nächste Auto. Oh. Och, okay, Mann, welches ey. Auto wählst du für dich aus? Wir sind alle doof, ich nehme das hier. Willst du das haben? Ey Leute, sollen wir das Laura abgeben? Ich sag dir ehrlich, Laura, das dürfst du ausnahmsweise nehmen. Weil ich nehme das hier. Okay. Und hier mit der Safe weiterkommt. Das Auto sieht zwar krass aus, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dieser Truck hier, der ist wirklich überkrank. Und deswegen werden wir damit hundertprozentig weiterkommen. Okay, Laura, du musst aber zuerst fahren, okay? Das ist nur ein Einsitzer. Ich kann da nicht mit einsteigen. Dann fahr mal. Ich bin mal gespannt, wie weit du kommst. Okay, wow, aber okay. Ist relativ schnell, Leute. 10, oha, okay. Oha, 20. Oha! Was machst du da? Ich hab's doch. Wow, 28 das ist wieder gut, muss ich sagen. Aber ich glaube, mit meinen komme ich weiter. Ich bin mir relativ sicher. Freunde, mit der Karre hier werde ich vielleicht sogar bis zum Ende fahren, wenn nicht mit der Limousine. Let's go. Vollgummi, ja. Locker. Oh mein Gott, das Auto ist so stark. Das Auto, ich komme bis zum Ende. Nein. Und 32. Fast die 1 Million GTA-Dollar mir gegönnt. Schade, Marmelade. Ja, gut, okay, aber die Runde ging locker auch an mich. Ja, tja, wieder mal gewonnen die Runde. Also du bist ich bin so schlecht. Ey, ja, mach dir nichts draus. Ah, du kannst ja noch vielleicht, ey, nicht traurig sein, Laura, ey. Ich will nicht mehr. Oh, scheiße, Leute, das haben wir traurig gemacht. Ich kann das nicht. Ey, Leute, nächste Runde lass sie auf jeden Fall jetzt gewinnen, okay? Ich mach jetzt nicht ernst mehr. Sonst bist du echt auch. Hier, Laura, du darfst jetzt hier diesen fetten Lamborghini nehmen hier. Der hier, guck mal, der ist richtig cool. Das machst du nur aus Mitleid. Nein, den dürfst du jetzt auswählen und ich dürf hier den Rolls-Royce auswählen. So, du dürfst zuerst fahren. Mit dem Lamborghini. Warte mal, ich steige mal bei dir ein. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit der Lamborghini kommt. Bist du eigentlich eine gute Frau, die Auto fahren kann? So, ja, ne? Ja, ich kann gut Auto fahren. Okay. Guck, das werde ich jetzt verweisen. 1 Million GTA-Dollar, ich schütze mir jetzt holen. Achtung! Oha, was? Ja. Was? Ja. Was? Oh mein Gott! 32! Oh, das Auto ist so stark, hätte ich nicht gedacht, Leute. Wow, 32, krass, Laura. Ich sag doch, du bist gut. So, jetzt, Leute, jetzt werde ich mit dem Rolls Royce, also ich glaube, das werde ich nicht schaffen, also, aber gut, okay, ich wollte ja eine Runde sozusagen schenken, also, nicht, dass er dann so traurig gewesen wäre, Freunde, deswegen, komm, wir machen es und ich werde, vielleicht überrascht mich der Rolls Royce, obwohl, Alter, guck mal, wie gut der ist. Ja, nee, war klar.
Okay, das Ding ist raus. Ey, Laura, was sagst du? Die Runde ging wirklich an dich, ne? Du hast gewonnen. 32. Ich werde mir die GTA-Dollar holen, die 1 Million Sehr Dollar. Sehr gut, ja, ich bin gespannt. So, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde Random Vehicle. Und zwar, jeder dürfte jetzt 5 Random Vehicles spawnen und eins aussuchen für den Gegner, okay? Das erste Auto, okay, das ist ein ganz gutes Cabrio. Dann haben wir, oh, einen Porsche Taycan, sehr krass. Dann wieder den gepanzerten Bentley, Leute, 4. Oh, ein Schneemobil. Und das fünfte Auto ist ein Flugzeug, das zählt nicht. Ein Flugzeug zählt nicht. Oh, nein, nochmal dieser OP-Truck. Nee, das ist ein anderer OP-Truck, krass. Also ein Auto darf ich dir geben, Laura. Aber jetzt spawnen erstmal meine 5 Autos. Dann können wir ja so ein bisschen hand... Okay, oh, ist das erste? Was ist das für ein Wagen? Krass. Oh, sehr schnell, okay. Wow. Okay. Oh, was? Oh, aber ich glaube, der Panzer, Leute, ist nicht gut, okay. Oder? Was meint ihr? Oh, was ist das denn? Ah, sehr gut. Ich glaube, das ist das. Okay, der ist auch stark. Wow, das ist OP. So, Laura, welches Auto würdest du mir denn geben? Also, du kriegst auf jeden Fall das kleine Auto. Was? Du gibst mir das Schlechteste? Mhm. Okay, dann gebe ich dir jetzt auch das Schlechteste, und zwar das hier hinten. Nee, du kriegst dir das hier. Das hier, diesen Truck kriegst du hier, dieses A-Team-Auto. Okay. Viel Spaß. Naja, gut, okay. Dann fahr mal mit deinem Truck. Ich bin mal gespannt, wie weit du kommst. Ich fahr direkt hinter dir. Also, fahr mal. Klar. Friss meinen Stau. Ach, noch so frech. Schade. Guck mal, ich überhole dich locker hier. Du hast ja gar... Oh. Ciao. Ey, Leute, ey, das ist so unfair. Das ist so unfair. Guckt euch das an. Guck mal, bis 26. 26. Ey. Mein blödes Auto hier, Leute. Das ist gar nicht weit gekommen. Okay, ja. So, Laura, welches Auto wählst du jetzt aus für mich? Was muss ich fahren? Du nimmst das Auto hier. Ich nehme das hier. Boah, geil, Alter, Leute. Das ist eins meiner Lieblingsautos, glaube ich. Das ist echt, guck mal, das ist auch sehr, sehr stark. Zack, drinne. Boah. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, das fährt, glaube ich, heftig, Leute. Ich werde direkt Gummi geben. Oh. Boah, das könnte bis zum Ende kommen. Oh mein Gott, Leute, bitte ganz reifen. Das kommt bis zum Ende. Ja. Nein, 30. Schade, Marmelade. Aber ich muss sagen, mehr als zufrieden. Das wird für dich jetzt echt schwierig werden. Welches Auto wählst du aus? Ich habe immer noch den Rekord, 32. Ja, aber welches Auto wählst du jetzt aus? Vielleicht die anderen Lamborghini oder was? Du musst mir eins... Ja, okay. Nimm doch das Auto hier. Das ist richtig stark hier. Das hier. Das Auto? Ja, ja, das ist richtig stark, hier. Ja, weil das ist so ein Oldtimer, so richtig starkes Auto. Der kommt safe weiter als mein Auto. Okay. Ja gut, dann nehme ich Kein den. Problem. Danke. Ja, der fährt ja voll langsam. Ja, jetzt hast du schon ausgewählt. Das kannst du auch nicht mehr rückgängig machen. Okay, Achtung. Okay, okay. Ah, ja, ich hab dich veräppelt. Haha. Oh Mann, Egal, ich kann auch, Mann. So, Leute, jetzt werden wir das Ding hier zumachen. So, Laura, du musst jetzt den Lamborghini nehmen. Und den Lamborghini werde ich jetzt mit der Limousine rauskicken. Let's go. Oh mein Gott, die Limousine ist zu krass. Also, Leute, Alter, das ist zu krass. Ich bin okay, warte mal. Du fährst zuerst. Ich muss nur schon mal die Limousine hinstellen. Du kannst zuerst. Oh, die ist zwar langsam, Leute, aber ich glaube, ich werde trotzdem weit kommen. Also weiter als der Lambo auf jeden Fall. Warte, ich komme mal mit dir mit rein. Oh mein Gott, Freunde, das ist mein Joker. Okay, let's go, ich bin gespannt. Eine Million geht ja auch noch, dann wird's mir jetzt holen. Let's go. Ja, nix. Nicht mal 30 hast du geschafft. Nicht mal 30, das war ja gar nichts gewesen. Jetzt kommt die Überlimousine, Leute. Damit werden wir sie rauskicken. Damit wird es keine Chance haben. Das war's. Tschüss, ich werde jetzt ein bisschen Ziel fahren und mir die 1 Million wirklich holen. Ey, Leute, guck mal, das schafft mich locker. Nein, das ist voll schlecht. Warte, wir fahren noch. Nein, das Ding ist voll schlecht. Was ist das denn? Boah, Leute, wir haben nicht mal 25. Aber wir waren weiter wie du, ne? Jetzt kommt das Finale mit unseren letzten beiden Autos. Wer jetzt weiterkommt, hat gewonnen. Okay, Laura? Und dann kriegst du deine Handynummer. Okay. Ja, wenn ich gewinne. Wenn du gewinnst, ja. So. Ich fahr zuerst mit dem Lambo. Ich glaube, mit dem Lambo werden wir safe weiterkommen, Freunde. Wir müssen jetzt nur an das eine Auto vorbeifahren. Oh mein Gott, ich schaff's. Nein! Oh mein Gott, so schlecht der Huracan, Leute. So schlecht. Ich hoffe, sie kommt mit dem Dings nicht weiter mit der Corvette.
Na klar, guck doch hin. Guck mal hin jetzt. Jetzt werde ich gewinnen. Nein. Oh mein Gott, 1 Million Dollar. Ich bin zu euch. Das war's. Oh. Leute, wir haben es nicht bis zum Ende geschafft. Was denkt ihr, welches Auto es bis zu Ende schafft und die 1 Million GTA Dollar uns sichert? Ich würde mal sagen, Laura, du hast verloren. Du musst mir jetzt deine Handynummer geben. Okay. Jungs, wir müssen jetzt auf den Einsatz fahren. Wisst ihr, was hier abgeht, Junge? Hier gibt's richtig Ärger. Ich mache Sirene an. Digga, er hat einfach... Warum habe ich ein rotes, du hast ein pinkes Polizeiauto? Ja, das sind die gemordeten Polizeiautos, Bro. Wir fahren jetzt zum Einsatz. Oha. Weil wenn... Ey, Bro, weißt du was? Er ist korrupt, Digga. Wir fahren jetzt korrupt. Nämlich in die GTA-Bank und die lassen wir, werden wir jetzt ausräumen als Polizeibeamter. Ist so, Alter. Wir gehen einfach rein in Uniform. Die denken alle, wir helfen denen. Wir helfen denen, aber wir helfen denen gar nicht. Los, Alter. Leute, das ist der unendlich Money-Glitch in GTA 5 wird das sein. So, weg hier. Oh, wo geht's denn? Hau ab jetzt. Hey, wo geht's denn hier lang? Oh, jetzt müssen wir irgendwo hochgehen oder so. Oh, aus dem Weg von der Brox einmal, danke. Was, Mann? Oh, Achtung, Achtung. MBK, du musst fahren. Brox kommt gleich. Unfair, Alter. Unfair. Okay, dann ich guck jetzt, dass ich hier irgendwie hochgehe oder sowas. Hier, mach hier zu. Nee, fahr weiter. Er ist doch schon hinter uns. Wir brauchen Anschwung. Nein, ich komm hier nicht raus. Ja, super, das ist deine Schuld, MBK. Also, oh Gott. Was ist das denn? Was sind das für Bomben links und rechts? Oh ja, das sind Special Einsatzwege zum Einsatz, müssen wir erstmal schaffen. Ja, ja. Okay, warte mal, ich gehe hier mal ganz kurz. Ich hab schon den nächsten Checkpoint. Bro, ich flieg. Warum? Ja, die Rampe ist richtig komisch da, ne? Ja. Was machst du denn hier? Fahr mal, Junge! Ey, okay, ich fahr schon weiter. Oh mein Gott! Er fährt in die Bombe rein. Lol, was machst du denn da? Bro, ich wollte mal auf dem Dach gucken, alles sicher. Haut rein, Jungs! Alles sicher. So! Haut rein, bitte! Alter, du bist so eklig, ne? Du bist also, Bro, jetzt Freundschaft absolut beendet. Du wirst sehen, was du davon hast. Sag ich dir. Oh! Ich bin direkt hinter dir. Ich bin immer noch Erster. Ja, ich bin auch direkt hinter dir, Digga. Oh mein Gott, ich muss hinterher. Das rote Polizeiauto, ey! Ja? Hallo! Hast du einen Checkpoint bekommen? Jetzt erst. Oha! Check da! No! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich bin auch von der Gefallen. Ich hab's geschafft. Ich mach einen Backflip oder sowas. Hast du es wirklich geschafft? Du hast es wirklich geschafft. Ich hab's geschafft, ja. Bro, jetzt. Dann gib Gas! Ey, ja, Bro, bist du langsam runterfahren. Wie ihr da so fahrt. Oh, ja, rüber. Ja, du bist doch genauso Rentner wie sie runtergefahren. Oha. So, jetzt zack, schön Jump hier. Nein. Oha. Was machst du denn da? Ey, ihr müsst warten, bis das sich hier bewegt, Jungs. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß. Oh, ey. Oh, nein. Hallo. Aus ich war Erster. Ja, ich hab's geschafft. Wir müssen warten, bis sich das bewegt, dann damit hochfahren. So, zack, das hier. Das geht gar nicht. Nein, ey. Tschüss. Ich fall hier auch noch runter. Hä, wie hast du das gemacht auf einmal? Ich weiß es nicht. Und ich bin runtergefallen. Ich bin auch runtergefallen. Ja. Bro, also Polizeiauto hat irgendwie so andere Reifen oder so. Man glitscht ja, so anders, oder? Ja, ist so schlecht. Oh Gott. Hallo, Jungs. Okay, Jungs, warte mal. Ich werde mal ganz kurz hier wenden. Oh mein Gott, MBK. Ehre! Zurückfahren, Jungs. Ja, ich hab dir mit Absicht geholfen. Oh, du hast mir gar nicht geholfen, Mann. Na klar. Ich wollte euch trollen, das ging wohl nicht so gut aus. So geht das. Ey! Ey, dass es hier schon so schwer ist. Nein, das ist einfach. Geht Bro, noch, Digga, MBK, du irritierst mich immer. Und er fällt trotzdem runter. Ey, ich war schon viermal oben. Ey, ich fahr immer durch diese Mitte dadurch. Das gibt's doch nicht. Ja, so, dann aber zeig Gas mal. Geben, Digga. Ja, total geil. Super. Ey, der kann du ja gar nicht. Du irritierst mich jedes Mal. Du irritierst mich, Junge. Was macht der denn? Was machst du denn da? Ey! Boah, ich hab ein paar Donuts vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hau rein. Ja, warte, warte, du! Hast du es geschafft? Hey, Brox, Realtalk, ey, wir sind keine Freunde mehr! Er hat dich runtergeschmissen am Ende. Ja, hat er, er war es am Ende. Ey, Bro, ich check's nicht. Dieses Auto blinken macht mich komplett irre. Mich auch. Ich fall auch schon wieder runter. Guck mal, einfach Gas geben, einfach hier die Rampe nehmen, das ist eine Rampe. Nein, das musst Ding du... unten ist, einfach Gas geben. Ey, Realtalk, das sind modifizierte... Bro, das ist voll einfach. Ja, nachdem ich dir den Trick gesagt habe, normal. Ja gut, dann hat er es auch jetzt geschafft, ne? Ja. Weg mit dir! Meinen Trick! So, zack, Junge! Platz dich! Mirka kommt auch. Ich bin auch da, endlich. Ah, da hast du den. Endlich hat er es mal. Ja, du wirst die ganze Zeit blinken, das bringt dir gar nichts. Ja. Du auch. Ey, was macht ihr da? Warum blinkt ihr?
Driften. So, das weiß nicht. Jetzt kannst nämlich nur du runtergehauen werden, nicht ich. Ich bin doch gerade sicher jetzt hier. Guck mal hier. Nein! Jetzt bist du nicht mehr sicher. Ey, jetzt bin ich Erster, nein! Du auch nicht, jetzt bist du... Na? Oh mein Gott, ich muss schnell weg hier. Oh mein Gott! Sehr gut! Danke, oh Bro, danke! Bitte? Ey, nein! Ja, ich hab's geschafft, let's go! Ohne Spaß, Digga, das ist ja so belastend. Ey, ich bin direkt. Ja, im Anschwung, das geht nur mit... Ich bin dicht auf, Jungs. Oh mein Gott, nein! Hallo! Oh. Jungs, das macht man nicht so. Könnt ihr mich rüberschieben? Das macht man nicht danke. So! Ey! Danke, Jungs! Bitte einmal schieben, weiter. Einmal bitte schieben. Nicht im Respawn. Der Respawn. Bro, ich respawne. Ne? Ich lass mich hier rüber. Nein, du Ekliger! Ey, nein. Bitte. Oh, bitte. Ich bin eingepackt. Ich auch. Nein, ich weg hab mit ihn dir, bekommen. Da, Junge. Weg ich hab mit... den Punkt bekommen. Na, was? Ich hab auch den Punkt bekommen. Ey, wir haben alle den Punkt bekommen. Ey, was sagt ihr jetzt schon wieder hier? Hallo! Hallo! Super. Nicht einer schafft drüber, danke. Ey, ohne Spaß, Mann. Alter. Macht echt Spaß mit euch, dieses Rennen aber zu fahren. Aber diesmal schaffen wir es alle. Müssen links rum, Jungs. Links rum. Oha! Oha! Oha, das Stoppschild oder sowas. Junge, hier muss man warten, hier ist Stoppschild. Das ist Polizeischule, Bro. Man muss jetzt hier erstmal die Grundlagen lernen, verstehst du? Oh. Ja, danke, Bro. Danke für nichts. Oh Gott. Komm schon. Ja, ich komm gut rüber langsam gerade. Langsam rüber. Oh mein Gott, ich bin auch einfach über den letzten so rübergesprungen. Mein Gott, dieses Schild. Bro, das mit dem Schild ist doch voll einfach. Da musst du erstmal. Nein. Alter, weg mit dir hier. Weg mit dir! Oh mein Gott, ich bin stärker. Mein Auto ist stärker. MBK, ich brauch mal Hilfe, Junge! Komm her! Oh mein Gott. Ey, diese Dinger seitdem ihr... Oh. Ja. Weg mit dir! Nein! Ja! Ich bin letzte runtergefallen. MBK, wo bist du denn? Ja, ihr habt alles kaputt gemacht. Gar nicht! Oh, man kann einfach drüber fahren, ne? Alter, wie bist du denn da gerade rübergefahren? Bro, man muss einfach nur Gas geben, Digga. Das ist nur so Verwirrung. Boah, seid ihr schlecht an ihn schon die ganze Zeit? Ey, Bro! Ey, er fährt da einfach rüber. Das geht normalerweise gar nicht. Na klar geht das. Cool. Nein, ihr checkt das. Hä? Cool. Nein! Ich geh auch drauf, aber ich spawn zu ganz Bro. Ja? Ja, jetzt, ey, ich würde sagen... Haut rein, Junge! Ha! Ich dachte, der wäre noch hinten. Haut rein! Ey! Oh, nö! Oh, oh. Einmal bitte zur Seite. Ey! Okay, jetzt reicht's. Ey! Ja, MBK, ja, was gibt's? Fahr nach hinten. Ja, der gibt's seinen Arsch, der ist hier noch um eine Kurve. Ja, super. Master Crash, danke für nichts. Da. Ey, guck mal. Mega. Der steht hier immer noch, ja! Ey, also... Hey. Ja! Ja, ich hab ihn! Hau ab, ich glaub's ja nicht. MBK, schnell, wir müssen den Brox runterschubsen. Komm. Wo ist Hallo? Er? Hallo? Ey, wir sind Freunde, wer bist du? Ja. Oh mein Gott. Oh. Ah. Ey. Fahr doch. Ja! Nein! Was? Nein! Ich dränge mich durch. Oh Gott. Warum fliegen wir so hoch? Ey, was? Wir müssen hier so ein Haus hochfahren. MBK, hör auf jetzt, hier ist kein Checkpoint. Hier ist gar kein Spaß mehr. Hier ist ein Checkpoint. Jetzt. Ey, nein, bitte nicht. Mach kein Auge. Alter, ich hab's bekommen. Oh. Junge. Und schau, Kakao. Oh. Ey. Ah. Ja, Bro. Fahr rückwärts. Na ja, ich fahr doch rückwärts, hä? Aber ohne Spaß. Ich arbeite mit gar keinem mehr von euch zusammen. Ey, was machst du? Warum trotzdem ich? Weg mit dir. Oh. Nein. Oh, du kannst als nächstes weg hier. Runter mit dir. Ey, ohne Spaß, ne? Ey, ich bin gespannt, wo es hingeht, wenn wir das Hauch hochgefahren sind. Der einfach das höchste Hauch. Oh, nö. Was mach ich da, hä? Oh, ey, das kann nicht angehen jetzt. Ja. Okay, jetzt komm. Hey, der ist vorne, ne? Boah, das ist so eng da. Das ist richtig eng. Du fliegst doch selber auch runter. Ich weiß. Eigentlich dachte, wir sind noch unsichtbar.
Ja, ey, das bringt halt. Das nützt sich. Ja, ich komm weiter, Junge. Oh mein Gott. Brox ist der Einzige, der weitergekommen ist. Das gibt's ja, weil oh er Gott. Trollt aber auch nee, alle. Nee, ich hänge auch gerade relativ fest, leider. Ja, okay, dann mal gucken. Nein. Ey, das kann doch nicht angehen, Alter. Ich hänge ja die ganze Zeit fest. Und weg mit dir. Ey, Bro, ist das er cheatet einfach. Ist das dein Ernst, MVK? Ey, ich war gerade da gewesen, ja. Ey, Jungs, ich muss hier irgendwie hochkommen. Ich komme nicht hoch. Oh mein Gott, es ging. Oh, ich habe eine Sirene verloren. Ey. Ja, ja, weg da. Oh. Ey. Oh, hey. Das finde ich nicht, Jungs. Das kann nicht sein. Lass dich doch einfach in Ruhe, bitte. Lass dich einfach in Ruhe. Ey, Digga. Okay, Jungs, wir schaffen das jetzt, okay? Ich glaube an uns. Ich schaff's. So, oh jetzt. Gott. Ich lass dich durch. Hey, Bro, er steht da halt auch so scheiße und das blockt ab, dass das Ding. Ja, ey, das war die Nein, seit fängt wieder von vorne an. Aber ich hab den Checkpoint bekommen, Digga. Richtig gut. Ich hab den Checkpoint bekommen. Ich krieg Bauchweh. So, jetzt. So, wo kommt Philipp jetzt hier? Jetzt bin ich mal gespannt. Der wird ja auch bestimmt hochkommen. Mhm. Ey, mach da keine Scheiße, Mann. So, ich fahr jetzt in die Kurve. Warte, wir warten gar nicht auf dich. Ja, ich sehe doch schon wieder eure Karre stehen, Junge. Oh, Achtung! Oh! 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 Ja! Checkpoint bekommen! Da bin ich Erster. Das ist doch explosiv! Boah! Ja, nein! Ich hab nicht gerettet. Ey, oh mein Gott, ist das dünn! Alter. Das ist richtig dünn, Bro. Da darf man halt echt, einfach nur geradeaus fahren. Hallo? Oh, oder auch nicht. Hä? Was? Nee, geradeaus fahren. Nein! Ich hab was Ey! Was nur, ist das für ein Ding? Nur geradeaus, ohne Lenken. Nein. Ey! Du hast mich fast. Ja! Gehauen. Oh mein Gott, ich hab den Checkpoint. Let's go. Oh mein Gott, ich hab ihn auch. Hast du nicht? Mit Geduld geschafft? Ja. Nein, ey! Scheiße. Oh mein Gott. Nee, als ob du kein Checkpoint bekommen hast. Nein, okay, wow, das war ausgetrickst, Digga, ausgetrickst. Oh mein Gott, das Jungs. Ist, warum fahr ich warum fahr ich denn so schnell eigentlich lang? Jungs! Ich fahr jetzt einfach schnell da lang, ich schaff's. Oh mein Gott, ich hätte mich gerade irgendwie fest. Wenn man alleine fährt. Ich hab mich noch gerettet, Jungs. Jo, man muss einfach nur geradeaus fahren. Hä? Ich hab mich irgendwie noch gerettet. Ich schaff's! Einfach. Ich hab den Checkpoint. Stimmt. Einfach geradeaus, das war voll einfach. Ich hab den Checkpoint auch. Hey, auf den Rentner, nicht Leon. Nicht, Digga! Wie nur geradeaus fahren. Ja, einfach nur köstlich. Oh mein Gott, Leute. Ja? Aber du wirst ja auf jeden Fall nicht herkommen. Sag ich wieso nicht? Oh mein Gott, du bist so verkacken. Oh mein! Hast du den Checkpoint? Hast du den? Ja! Yeah, er hat einfach nur nicht gesagt. Alles entspannt, Digga. Nein! Auf Seite! Hey. So, ich hab hier beiseite den schon unsichtbar. Ja. Danke, Jungs. Nix da, Digga, das kriegst du jetzt weg. Oha! Oha! Wohin? Nein! Danke an denjenigen, an der ihn hier gestraft hat. Danke, MBK. Ja, ich weiß nicht, wer das war. Gelb. Ja, danke, MBK. Gelb für nix. Achtung, Sirene, da immer vorbei. Sirene an! Sirene! Ich glaube, erst dann schafft man das auch. Oh mein Gott. Boah, das ist schwierig, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Ey! Danke nein! Für nichts! Danke! Ey, ich bin der Erste, der respawnt. Ich glaube, nee, oha! Ich bin der Erste, der respawnt. Ey, und einer ist unsichtbar, das ist unfair. Hör doch mal jetzt. Haut rein, Jungs. Haut rein, mach's gut. Ich glaube, man braucht schon den Anfangsspeed. Wir sehen uns Jungs. Wieder. Ey, das kann doch nicht angehen, Digga. Ey, Bro, du musst einfach wirklich geradeaus fahren. Das ja, ist nicht. Ich hab's. Wie runter geht. Ja. Nein, der lügt. Nein. Nein, ey, das gibt's doch nicht. Er hat einfach veräppelt, Digga. Bro, guck mal, das Ding ist. Ja. Er muss selber nochmal wieder von vorne anfangen, der Idiot. Ja, ich weiß. Ey. Digga, so ein Dulli, ne? Aber ich fahr. Ey, und Bro, die Rampe, das sind irgendwelche unsichtbaren Gegenstände auf und der ich Rampe. Hab ihn. Oh mein Gott, du fliegst. Wo bist du? Wie bist du mit dem Kopf? Nein! So, ich nehme jetzt Anlauf, Junge, Anlauf. Ich nehme jetzt Anlauf, Bro, und dann fahr ich da voll rüber. Ja, genau, so musst du es machen. Oder nicht? Vorsichtig rüberfahren. Nein. Doch, gib Vollgas. Vorsichtig, ja. Yeah!
Bro, du bist so eklig. Er wartet direkt auf den Checkpoint. Nein. Haut rein, Jungs. Ich glaub's nicht, Digga. Ohne ich schau Spaß. Weiter. Ey, schon wieder. Ey, wer rammt mich denn wohl die ganze Zeit? Ja, ich war die ganze Zeit Mirka, Digga. Ich war nur vor euch. Ich war nur vor euch. Oh. Och, nö, Digga. Oh. Ja, easy. Also einfach gerade auf. Ja, Bro, du musst da besonders fliegen. Ja, alles wirklich runtergefallen. Easy schaffen wir jetzt, Digga. Easy. Was war noch ein kleiner Weedie jetzt hier? Guck mal, hier, nix. Du musst Anlauf nehmen, Bro. Brox erzählt dir Müll. Du musst Anlauf nehmen. Du brauchst keinen Anlauf, Digga. Ich hab auch keinen Anlauf genommen. Weg mit ja, dir! Ja, mit Anlauf ging es. Was war denn das? Mein Controller. Was war denn das? Wie schlecht nein, war das denn? Ich hab die Checkpoint nicht. Wie bist du hochgekommen? Oh, ey. Weg mit dir! Hey! Ich mal kurz auf den Dings hier gelegt, auf den Sappel. Jetzt reicht's mir, Leute. So, sie werden oh jetzt Gott. Hier verhaftet, das ne? Das gleich Ziel. Das gleich das Ziel. Ich werde fahren. Das ist das Ziel. So gleich das Ziel. Zur Polizei, zu GTA Unlimited Money Glitch. Oh mein Gott. Nein! Jetzt muss man ein guter Polizist oder böser ey. Polizist auswählen. Ich bin so schlecht. Ich bin super Polizist. Ich fahr rechts, Digga. Ich fahr nein! Rechts. Oh mein Gott, ich bin so dumm, Leute. Oh mein Gott. Ich bin auf dem Stoppschild drauf. Brox ist ein böser Polizist. Nein! Ja, auf Wiedersehen, Brox! Auf Wiedersehen! Digga, das kann doch nicht sein, Alter. So, und ich bin hier schön weiter. Ich krieg nicht genug Speed. Du musst Anlauf nehmen hinten, Junge. Mach ich. Und ja, dann einfach geradeaus fahren, das ist total einfach. Und oh mein Gott, wo bin ich denn hier jetzt? Hä? Nein, ich muss wieder zurück. Oh mein Gott, das ist das Ziel da. Wie? Oh mein Gott, das ist echt das Ziel. Das ist echt das Ziel. Das Ziel ist zurückfahren. Ich bin so schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hau ab! Oh. Geht nicht. Oh. Oh. Mann! Brox ist so ein ekliger Junge. Ja! Wenn der ihr seid schon im Ziel! Ey. Auf ins Ziel! Sag mir nicht, dass du schon im Ziel bist. Ja! Ey, Brox. Mit Brox spiele ich nie wieder, Junge. Der rammt mich hier runter. Ja. Ohne Ende. Das gibt's nicht so. Und jetzt schaffe ich es, ne? Au, Bro, guck mal, was ich jetzt hier. Easy, guck mal, Leute. Was ist das denn hier für ein letzter Dings hier? Wie einfach ist das denn? Blocker geschafft. Mirkan, Digga. Digga, ja. Ach, du bist ein Noob, Junge. 30 Sekunden schaffe ich das. Bro, Leute, das war's gewesen. Ich hoffe, euch jetzt mit dem Parkour-Map gefallen. Checkt MBK und Brox, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Like, abonniert, nicht vergessen, das war's. Tschö, bitte.